willkommen beim Mods Talk mit Lilo Wanders und David Friedrich. Hallo! Guten Abend! Hallo, hallo! Einen wunderschönen. Ich sehe gerade schon, bin ich schon an? Ein paar Leute haben noch gar nicht geklatscht, die müssen wir erst noch überzeugen. Also, ne, ist ja auch okay, nicht bei allem immer mitmachen, nur weil alle anderen klatschen, muss man nicht selber. Das ist mein Ziel für heute Abend, dass ich Sie drei dazu kriege, dass Sie heute auch noch klatschen. Herzlich willkommen zum Mods Talk. An meiner Seite wie immer die wunderbare Lilo Wanders. Die völlig verwirrte Lilo Wanders, guten Abend. Ja, so schnell vergeht ein Vierteljahr, man fasst es nicht und jetzt haben wir Hochsommer. Fühlt sich auch total so an, ja. Ja, ich bin ein bisschen mehr als grenzverwirrt, etwas mehr als sonst. Ich habe so viel an der Backe. Erzähl. Ich werde in Bad Hersfeld in der Dreigroschenoper mitspielen. Wo ist Bad Hersfeld? Das ist zwischen Kassel und Frankfurt. Ah, okay, Hessen. Und bin sehr aufgeregt. Das ist eine Stiftsruine mit einer gigantisch großen Bühne. Ich bin allerdings Gott sei Dank nur die Zweitbesetzung und habe nur 5 Vorstellungen im August. Sonst müsste ich nämlich heute Abend da sein. Da ist nämlich die Generalprobe. Und ich übernehme dann ab August die Rolle von Anna Loos. Ja. Ein Raunen. Und wisst ihr was? Anna, die habe ich 30 Jahre nicht mehr gesehen. Die war vor 30 Jahren in ihrer Schauspielausbildung in Hamburg bei mir in der Schmidt-Show nachts Gast und war das erste Mal damals auf der Bühne. Wir sind uns so in die Arme gefallen, das war ganz toll, als wir uns da neulich zur ersten Besprechung getroffen haben. Und jetzt, ich spiele also die Spelunken-Jenny, eine der Geliebten von Mackie Messer. Und seitdem ich das weiß, da geht es mir nur noch im Kopf. In jener Zeit, die jetzt vergangen ist, war er mein Freund, ich war ein junges Ding. Die Bühne ist Gott sei Dank sehr groß. Das Publikum sehr weit weg. Also Theater ist Behauptung. Und du so? Ich bin ganz glücklich. Ich kam hier heute an und habe von Christel, die sorgt hier für die Gastronomie im Haus, ein Schnitzel gebraten bekommen mit Spargel und Sauce Hollandaise. Und seitdem bin ich, ja wirklich, ich an dieser Stelle, da ist mir auch jedes Mal, wenn ich hier ankomme, das ist so familiär, das ganze Team, also ich habe auch der Tontechniker hat mich schon adoptiert und es ist so familiär und so schön und ich würde ganz gerne zu Beginn einmal für Christel, die da in der Gastronomie dafür sorgt, dass wir alle glücklich sind und satt, aber auch für das gesamte Team einfach mal mit einem Applaus beginnen, wenn das okay ist. Danke Christel, danke Kleist-Forum. Genau, aber mehr gibt es von mir nicht zu erzählen. Jetzt hast du mich hungrig gemacht. Ich habe nämlich noch nicht mal gefrühstückt. Ja, ich besorge dir auch einen Schnitzel. Nein, in der Pause. Ich falle ja in Fresskoma. Das geht ja nicht. Okay. Ich esse nachher ein bisschen was. Wir arbeiten erstmal. Wir haben nämlich heute auch wieder einiges vor. Wir haben 5, beziehungsweise genau genommen 6 Gäste, ein Duo und noch einen halben Gast, aber dazu später mehr. Wir beginnen gleich mit einer ganz besonderen Situation für uns, weil wir jemanden auf die Bühne gleich holen. Ja, eine technische Herausforderung. Genau. Wir werden nämlich eine Simultanübersetzung bekommen. Ja. Denn unser Gast... Ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen Zeitung liest, dann sollte das keine Überraschung sein, aber unsere Partnerstadt Slovice hat ja eine neue Bürgermeisterin und wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, sie mit einem Boot einmal kurz auf die andere Oderseite rüberzuschiffen, uns ein bisschen mit ihr zu unterhalten. Sie spricht zwar kein Deutsch, aber wir haben fantastische Dolmetscher dabei und deswegen freuen wir uns unter einem riesigen Applaus. Bitte auf die Bühne, Marcena Svodovnik. Und zwar ohne Jingle, aber trotzdem unter ihrem Applaus haben wir natürlich den Dolmetscher noch, Grzegorz Zaworga. Auf die Bühne unter Applaus. So. Und die
Auftrittsmusik ist eines der bekanntesten polnischen Volkslieder, soweit ich weiß. Ist das richtig? Tak, bardzo znana piosenka, także my zazwyczaj na weselach czy spotkaniach rodzinnych to sobie tak podśpiewujemy. Ein sehr bekanntes Lied bei den Hochzeiten oder größeren Familienfeiern singen wir das auch. Dann nehmen wir das jetzt als Familienfeier. My jesteśmy tak, 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 tutaj jest rodzinnie, jak najbardziej. Ja, wir sind hier wie eine Familie. Okay. Möchten Sie was trinken? Das gilt jetzt natürlich für beide. Soll ich, darf ich ein Wasser öffnen? Ja, poproszę wodę, jeżeli mogę prosić. Ich mach schon. Okay. Ihr könnt euch in der Zwischenzeit unterhalten. Ja, liebe Frau Bürgermeisterin, die Frankfurter gehen ja gern über die Brücke, um Kaffee und Kuchen zu sich zu nehmen oder Benzin oder Zigaretten zu kaufen. Und auch sehr gerne, um die guten Restaurants aufzusuchen. Was machen Sie, wenn Sie von drüben hierher kommen? Die Pause ist nur wegen der Übersetzung. Tak. Ja powiem w ten sposób, że po papierosy nie przychodzę, bo nie palę. Ich sage Folgendes. Zigaretten holen komme ich nicht, weil ich nicht rauche. Tankować nie muszę, bo mi tankują już teraz. Tanken muss ich nicht selber, es wird jetzt für mich getankt. Jeżeli wy przychodzicie do nas do restauracji, to znaczy, że są bardzo dobre, więc ja też jadam w Subicach. Und wenn Sie zu uns in die Gaststätten kommen, weil Sie gut sind, esse ich auch zu, bei uns. Czy to znaczy, że mamy wszyscy dobry gust po prostu? Das heißt, wir haben alle guten Geschmack. Przychodzę głównie z przyczyn zawodowych, ale też osobistych. Mam wielu przyjaciół po stronie niemieckiej, ale ostatnio są to rozmowy przede wszystkim z moim odpowiednikiem i jednocześnie już dobrym znajomym, nadburmistrzem René Wilke. Sind vor allem berufliche Gründe, früher wie jetzt. Jetzt vor allem geht es um die kommunalpolitischen Kontakte, vor allem mit meinem Kollegen, jetzt kann ich vielleicht schon sagen, einen guten Bekannten, dem Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke. Ja. Sie waren ja im Grunde eine Überraschungssiegerin. Im ersten Wahlgang sah es nicht so aus, als ob Sie gegen Ihren Amtsvorgänger überhaupt eine Chance hätten. Er hatte fast 50%, dann kam die Stichwahl. Hatten Sie da die Hoffnung oder die Erwartung, dass Sie doch noch mehr Stimmen bekommen? Pewnie, że tak. Na klar. Gdybym nie była pewna, nie startowałabym w ogóle w wyborach. Oczywiście to było duże ryzyko i duże zaskoczenie. Ja nie jestem polityczką, ja nie zajmowałam się nigdy tego typu działalnością. Działałam społecznie i głównie to było motorem mojego postępowania i zgłoszenia się i wystartowania w wyborach. Wenn ich nicht die Zuversicht oder eigentlich fast die Sicherheit hätte, würde ich gar nicht antreten. Ich bin zwar keine Politikerin, keine Berufspolitikerin, ich habe vor allem in Vereinen mich sozial engagiert, aber habe diesen Antrieb verspürt, habe mich engagiert und wollte siegen. Das ist die Haltung einer Politikerin. Być może, tak. Vielleicht schon. Ja bardzo chciałam wystartować w wyborach. Takie marzenie mi przeświecało już 5 lat temu, ale stwierdziłam, że muszę chwilę odczekać i dorosnąć. Ich wollte sehr oder ich hatte schon starken Willen, eigentlich vor 5 Jahren schon, aber dann habe ich mir gedacht, doch noch etwas reifer werden. Oh, okay. Aber es war sehr, sehr knapp, der Wahlausgang. Im ersten Wahlgang lag noch der Konkurrent vorne. Und dann haben Sie doch noch das Blatt gedreht. Wie waren so die Emotionen? Wer hat als erstes gratuliert? Wyniki po pierwszej turze oczywiście były takie, że ja miałam 20% ponad, brakowało mi do mojego kontrkandydata głównego. No i rzeczywiście to były ciężkie emocje, to było przeżywanie przede wszystkim całego wyścigu, całego komitetu, bo wszyscy wspieraliśmy się bardzo mocno i
I to mi towarzyszyło przede wszystkim. Ja nie pamiętam już teraz za bardzo, jak to było, ale emocje brały górę. Nach dem ersten Wahlgang waren es über 20 Prozentpunkte Unterschied zu dem bisherigen Bürgermeister. Ich habe auch sehr stark erlebt, wie die Erfolge anderer Kandidaten aus meinem Wahlkomitee waren, die als Stadtverordnete angetreten waren, und habe sehr mitgefiebert. Es waren sehr starke Emotionen. Ich glaube, ich könnte Ihre Frage gar nicht beantworten, was ich damals dachte. Okay. Aber aus der Reihe kurz die Frage: Kennen Sie diesen Mann gut und vertrauen ihm, weil er das Ganze übersetzt jetzt hier an der Stelle und er könnte ja wirklich sagen, was er will. Seine Antworten sind auch meist kürzer als Ihre. An Ihrem Blick merke ich schon, zu 100% vielleicht nicht, ne? Znamy się wiele lat z Grzegorzem. Wir kennen uns schon sehr lange, Grzegorz und ich. Das hat sie nicht gesagt. Na gut. Ja myślę, że on odczytuje z ruchu warg, albo moje myśli odczytuje, zanim ja coś powiem, to on pewnie już wie, co ja chcę powiedzieć. Ich glaube, er kann mindestens von den Lippen ablesen. Ich vermute fast schon meine Gedanken lesen, bevor ich das sage. Oh, okay. Es freut mich sehr, dass Sie so viel Humor haben. Braucht man Humor, um in die Politik zu gehen? Tak, bo polityka jest czasami śmieszna. Ja, schon, Politik ist manchmal komisch. Sie hatten ja nicht die Unterstützung einer Partei, sondern es war ein Bündnis. Und ja, als Frau anzutreten ist ja auch, ist nicht mehr ungewöhnlich, aber mindert eigentlich auch die Chancen. Haben die Frauen Sie gewählt? Ja myślę, że tak, to było, nasz komitet w ogóle był komitetem społecznym, myśmy się tak troszeczkę z większością znaliśmy, ale też zapraszaliśmy do swojego kręgu osoby, które w konkretnych obszarach funkcjonowania były po prostu specjalistami. Ich denke, ja, wir waren ein zivilgesellschaftliches Wahlkomitee, ich habe einzelne bekannte Personen zur Zusammenarbeit eingeladen, die ich bereits kannte, die ich als Fachfrauen und Fachmänner in ihren Bereichen kannte. Powiem jeszcze, że kobiety mnie cały czas wspierały. Kiedy okazało się, że przeszłam do drugiej tury, kiedy okazało się, że mam te 20% do odrobienia, żeby w ogóle myśleć o wygranych wyborach, to kobiety się wkurzyły po prostu. Die Frauen haben mich aber stets unterstützt. Als ich doch in die Stichwahl kam und als ich herausstellte, dass ich gut 20% gut machen muss, haben die Frauen sich einfach genervt. No i poszły i zagłosowały na to, także no, ja dziękuję wszystkim kobietom, bo tak naprawdę to ich głosy, ale też i wsparcie. Przez całe kolejne dwa tygodnie, kiedy szykowaliśmy drugą turę wyborów, kiedy rozmawialiśmy z ludźmi, to kobiety były cały czas przy nas. Nie tylko kobiety oczywiście, bo ja również uwielbiam mężczyzn. Die Frauen waren dabei. Sie haben mich unterstützt. Die zwei Wochen, die wir bis zur Stichwahl hatten, habe ich diese Unterstützung gespürt. Ich mag Frauen sehr. Nein, ich liebe auch Männer. Ja, ein paar Männer werden Sie ja wohl auch gewählt haben, wahrscheinlich, nehme ich jetzt einfach mal an. Aber wenn das Bündnis, besonders, also da sind die Frauen in der Überzahl und deswegen geht es natürlich auch viel um Politik für Frauen. Was sind so Ihre Pläne bei Familien- und Frauenpolitik? Was wollen Sie da verändern und was ist da auch zwingend notwendig zu verändern? No przede wszystkim wspieranie kobiet, przede wszystkim robienie dla nich jak najwięcej, strefa kobiet, opiekowanie się nimi i to kobiet od początku, czyli tych najmniejszych dziewczynek, które trzeba edukować, po kobiety dojrzałe i seniorki, którymi się trzeba zaopiekować. Frauen zu fördern ist mir sehr wichtig. Frauen in allen Lebenslagen, Frauenzonen schaffen, aber Frauen in jedem Alter, also von den kleinsten von den kleinen Frauen bis zu unseren Seniorinnen, sich um Frauen kümmern, Frauen fördern. Ja.
Es muss ja einen Grund geben, warum Ihr Vorgänger nicht wiedergewählt worden ist. Bezieht sich das auch ein bisschen auf die Politik zwischen den beiden Städten? Was wollen Sie anders machen? W zasadzie wszystko chcę zrobić inaczej. Im Grunde möchte ich alles anders machen. Dann muss ich jetzt ja fragen, was das alles ist. To znaczy zupełnie inne podejście do życia, do urzędu, do zarządzania gminą. Nasza gmina ma być przyjazna, ma być fajną gminą, mówię o urzędzie, przyjazną dla ludzi, otwartą, a przede wszystkim gminą, gdzie się szybko podejmuje decyzje. Also ein Herangehen, ein anderes Herangehen an das Leben, an die Funktion, an das Amt, an die Politik, die Gemeinde soll eine angenehme, eine schöne sein, die Verwaltung ein Ort, wo man vor allem schnell Entscheidungen trifft. Kann man sich sogar über Ländergrenzen vorstellen, dass da eine gemeinsame Verwaltung irgendwann entsteht? Pewnie tak. Moje hasło wyborcze to było gmina jak marzenie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było dwumiasto jak marzenie razem zarządzane. Vielleicht schon. Mein Stichwort oder meine Wahllosung war die Stadt wie ein Traum. Warum soll es nicht heißen Doppelstadt wie ein Traum? Ja. Ale schön. Schön. Ale muszę zapytać pana nadburmistrza René Wilke, co on na to. Aber ich muss doch René Wilke fragen, was er dazu meint. Ja, ich glaube, er sitzt meistens bei uns im Publikum. Also wir können da vielleicht gleich noch, also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber eigentlich ist er einer unserer Stammgäste. Wir bleiben aber mal beim Thema Doppelstadt und reden mal ganz Klartext. Wie realistisch ist zum Beispiel der Bau einer zweiten Stadtbrücke und einer Umgehungsstraße? Ist das irgendwie, bis wann kann das erreicht werden, dieses Ziel? Myślimy, że obwodnica to tak około 10 lat. Jesteśmy na etapie tworzenia dokumentów planistycznych, trochę to potrwa, ale najważniejsze, że zrobiony jest ten pierwszy krok. Die Umgehungsstraße, da gehen wir davon aus, dass es circa 10 Jahre dauern muss. Wir sind dabei, die Planungsdokumente zu entwickeln, zu erstellen. Am wichtigsten ist aber der erste Schritt. Najważniejsze to jest również to, że obwodnica musi nam się łączyć z drugim mostem. Nie uwolnimy miasta, nie spowodujemy, że korki przestaną istnieć, kiedy będzie tylko obwodnica. Das Wesentliche ist aber, dass diese Umgehungsstraße, die Ortsumgehung mit der zweiten Brücke verbunden sein muss. Wir werden die Staus in der Stadt nicht überwinden, nicht abschaffen können, wenn wir nicht eine zweite Brücke in der Doppelstadt haben. Oczywiście, jeżeli chodzi o obwodnicę, my tutaj będziemy walczyć przede wszystkim u nas, w Polsce. Będziemy współpracować i z powiatem, i z województwem, i z władzami centralnymi. Natomiast jeżeli chodzi o drugi most, tutaj muszą się odbyć rozmowy ponadnarodowe. Bei der Ortsumgehung müssen wir natürlich vor allem die Arbeit bei uns in der Gemeinde auf der polnischen Seite tun. Da werden wir auch mit dem Landkreis zusammenarbeiten, auch mit der Woiwodschaft, mit der Landesebene, aber auch mit der Zentralregierung. Bei der Brücke ist das schon eine grenzüberschreitende, eine deutsch-polnische Angelegenheit. Ale już zaczęliśmy i nasz wspólny drugi most jest na wokandzie komisji polsko-niemieckiej, więc tak naprawdę działamy. Pewnie to potrwa troszkę dłużej niż obwodnica, ale czekamy na to, bo most i obwodnica to są dwie najważniejsze sprawy, które musimy załatwić. Wir haben die Aktivitäten aber bereits begonnen. Die zweite Brücke steht auf der Tagesordnung der deutsch-polnischen Regierungskommission. Es ist ein sehr wichtiges Anliegen, sowohl die Ortsumgehung von Suwice als auch die zweite Brücke sind uns mit die wichtigsten Vorhaben, das müssen wir erreichen. Da wird sich jeder drüber freuen. Ja. Ich glaube, als Vorstellung war das sehr schön und wir bedanken uns sehr für Ihren Besuch bei uns.
und wünschen alles Glück. Was sind Sie für eine charmante, energische Frau? A bardzo dziękuję. A to już koniec? To już koniec? War's das? Das war's. A tak się denerwowałam. Und so viel Nerven, die ich hatte. Und Sie haben's dziękuję bardzo, danke schön. Mit Bravour gemacht, danke schön. Dankeschön auch an Sie. Ja, sind wir gespannt, was da in den nächsten 5 Jahren passiert, alles. Die Amtszeit dauert 5 Jahre wahrscheinlich. So habe ich das irgendwie verstanden. Kann mich jemand korrigieren? Das heißt, es wird eine zweite dann auch geben müssen wollen. Sollen. Ja, wenn, bis das dann alles fertig ist. Ja. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Gast und das ist ein Mann, den ich nicht großartig vorstellen muss, denn der ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Es ist meiner Meinung nach der bekannteste Journalist, den wir in Deutschland haben oder hatten in den letzten Jahren und er ist heute bei uns, obwohl er eigentlich überhaupt nicht in Talkshows geht. Das ist eine Sache, die macht er gar nicht. Er hat nur für uns eine Ausnahme gemacht und deswegen jetzt einen großartigen Applaus bitte für Kai Diekmann. Wie bei Harald Schmidt früher, oder? Sag mal, ist das Allerwichtigste nicht, dass wir mal das Endergebnis mitteilen? Ist es schon ein Endergebnis? Ich weiß nicht, ist er schon da? Ein Moment, wir machen das ganz, wir haben da einen Notar. Konstantin, wenn du einmal auf die Bühne kommen könntest, ich habe das nicht gehört. Wie? Sehr gut. Du bist im Netz, während wir Vielen hier Dank. Was Applaus machen. Applaus bitte für Konstantin. So. Ja, tatsächlich hat Deutschland 2-0 gewonnen durch Tore von Jamal Musiala und Ilkay Gündoğan. Mensch, vielen, vielen Dank, Herr Diekmann, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Mit meiner Fußballkompetenz. Ja, wir haben da schon drüber gesprochen, aber Sie haben gesagt, Sie gehen jeden zweiten Tag 10 Kilometer laufen. Ja. Und das ziehen Sie immer noch, also davor habe ich großen Respekt. Das ziehe ich immer noch durch, solange die Knie noch mitmachen, ist das einfach eine Disziplinübung. Ich komme heute aus Augsburg, bin heute Morgen 10 Kilometer. Wir laufen aus Augsburg hierher. Nicht ganz. Es würde aber von der Gesamtjahreslaufleistung inzwischen schon reichen. Da bin ich schon einmal von Augsburg hierher gelaufen. Ah, okay. Aber so 10 Kilometer ist eine tolle Strecke. Da hörst du die Podcasts, da hörst du die Nachrichten, da hörst du die Presseschau und hörst noch 4 Lieder. Dann bist du durch. Ich habe einen Freund, der macht das in der Wohnung, 15 Kilometer. Ach so, auf so einem... Ja, aber eine große Wohnung, oder? Nee, nur auf der Stelle. Oh Gott. Aber da wollte ich jetzt gerade fragen, weil in Potsdam, da gibt es ja bestimmt genügend Möglichkeiten, aber ist Usedom... Ist das groß? Kann man da 10 Kilometer oder muss man da mehr? Also Usedom ist erstmal riesig und in Usedom kannst du natürlich in jede Richtung laufen. Wenn du die 10 Kilometer läufst, von wo aus wir wohnen, dann kommst du ziemlich genau in Swinemünde auf der Seite an und das sind dann die 10 Kilometer, nämlich von dort aus immer ein Taxi zurück. Okay. Oder man läuft 5 Kilometer in die eine Richtung, 5 Kilometer in die andere Richtung. Ist nicht so kompliziert. Da muss man sich aber ein Taxi rufen. Da ist, glaube ich, kein Stand. Doch, da ist ein Stand und zwar bei dem Hilton. Da stehen Taxen. Er weiß über alles Bescheid. Ich bemühe mich. Ja. Hier liegt Ihr Buch. Ja. Wir haben uns vorhin schon kurz getroffen. Es kam leider etwas spät. Ich habe knapp die Hälfte geschafft. Was mir nicht gefallen hat, das Lesebändchen fehlt. Das Lesebändchen fehlt. Deshalb liegt da eine Autogrammkarte von mir drin. Ehrlicherweise. Oh, kann ich dir aber. Ehrlicherweise ist ein völlig berechtigter Hinweis und die Kritik habe ich auch mehrfach bekommen. Ich finde auch bei 544 Seiten und so einem teuren Preis gehört sich ein Lesebändchen. Und ich muss sagen, also der Titel Ich war Bild ist ja fast so genial wie Wir sind Papst. Das ist toll. Also es hat natürlich auch eine gewisse Analogie und soll eine Anspielung sein. Im Übrigen, als wir gemacht haben, Wir sind Papst, ich vergleiche uns ja immer, ich sage immer, es gibt in Deutschland zwei Boulevardzeitung. Eine ganz große und ziemlich erfolgreiche, das ist die Bild-Zeitung, und eine ganz kleine, die ständig an der Pleite entlang schrammt, das ist die linke Taz aus Berlin.
Und die machen auch großartige Schlagzeilen. Und weißt du zufällig noch, wie die Schlagzeile hieß zur Wahl von Ratzinger, als wir gemacht haben, wir sind Papst? Oh Gott. Auch nicht schlecht. Auch ja. Nicht schlecht. Auch ja. Nicht schlecht. Ach, Wahnsinn. Ich habe es mit Vergnügen gelesen. Am Anfang ziemlich bald erfahren, dass in Ihrer Familie die Bild-Zeitung nicht vorkam, außer im Urlaub in Dänemark, weil es also keine andere gab. Bei uns im Elternhaus gab es ein Bild-Zeitungsverbot, ja. Mhm. Haben Sie sich deshalb aufgemacht, das Bild zu ändern? Ehrlicherweise glaube ich nicht, sondern das war eine Reihe von Zufällen. Da kommt dann die Schülerzeitung und dann bei der Bundeswehr bin ich auch zu den Medien gesteckt worden, habe dort Bundeswehrzeitung gemacht und dann kam der Springer Verlag auf mich zu und hat mir ein Volontariat angeboten in Hamburg, in Bonn, damals Bundeshauptstadt und in New York. Und wenn man weiß, ich bin Jahrgang 64, wir sind die meisten Deutschen, gibt von keinem Jahrgang so viel wie von uns. Und überall, wo wir hinkamen, da waren schon ganz viele. Und damals in den frühen 80er, Mitte der 80er Jahren Volontariat zu bekommen, das war verdammt kompliziert. Mhm. Und deswegen habe ich dieses Angebot angenommen und dann ist es so gelaufen. Und diesen Werdegang erfährt man auch aus dem Buch. Ich will damit nur beweisen, dass ich es wirklich gelesen habe. Gibt es denn nicht auch schon irgendwelche Zusammenfassungen irgendwo? Soweit bin ich denn noch nicht technisch. Naja, also das Lesezeichen ist ja drin. Das ist übrigens auch eine wirklich tolle Autogrammkarte, die ich auch brauche. Vor wie vielen Jahren wurde die gemacht, wenn ich das kurz an der Stelle fragen darf? ohne Lügen, vor 20 Jahren. Ja, okay. Ja. Aber Herr Diekmann, ganz ehrlich, lesen Sie heutzutage überhaupt, lesen Sie noch Zeitungen? Lesen Sie die Bild-Zeitung? Lesen Sie noch so richtig auf Papier Zeitung? Tatsächlich habe ich den Konsum auf Papier weitgehend eingestellt. Ja. Ich hatte zuletzt noch zwei Zeitungen auf Papier, natürlich meine Lokalzeitung, die Potsdamer Neueste Nachricht und die FAZ. Und ehrlicherweise bin ich aber jemand, der dazu übergegangen ist, das digital über sein Handy zu konsumieren. Also morgens ist das Erste, eben die Newsletter zu lesen und dann zu entscheiden, wohin gehst du eigentlich. Und mich hat das Papier immer wirklich mir ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn es dann dort in der Ecke lag und mich angeguckt hat. Und dann war irgendwann die Entscheidung zu sagen, nee, wir bestellen das online und nicht mehr auf Papier. Ehrlicherweise ist das ja auch eine zwangsläufige Entwicklung. Ich höre ja meine Musik auch nicht mehr auf Schallplatten, sondern ich höre sie heute, indem ich sie streamen lasse und irgendwo auch auf meinem Handy habe. Ja, bei mir war auch immer das erste Fernsehen anschalten am Bett und die Nachrichten schauen. Und heute zücke ich das Handy und gucke, was so los ist in der Welt. Die Zeit ändert sich und wir gehen mit. Wobei man ja dazu sagen muss, dass so wir beide, wir sind ja schon ein bisschen älter, nicht wie der Jungspund da drüben. Ich bin Ihnen weit voraus. Naja, das glaube ich jetzt gar nicht mal. Aber tatsächlich haben wir ja gelernt, wir sind groß geworden mit einer Zeitung. Ja. Wir sind groß geworden mit den 20 Uhr Nachrichten, mit dem Film um 20.15 Uhr. Und das sind Dinge, die kriegt man eigentlich nur ganz schwer raus aus seinem System. Das sind Dinge, die gehen einem eigentlich in Fleisch und Blut über. Und ein Stück weit finde ich das ja auch traurig, dass es so dieses große gemeinsame Lagerfeuer, was es früher mal gab, wenn wir alle am Samstagabend um 7:45 Wetten, das geschaut haben, dass es das nicht mehr gibt, ist eigentlich schade. Und wir sehen ja, was für eine Sehnsucht wir danach haben, wenn wir sehen, wie erfolgreich Fußball oder Spiele der Fußballnationalmannschaft sind. Ja. Aber ich finde gerade dieses, das war dann zu spät, das und war im zu Übrigen, wenig dann. Also wenn, dann muss man das richtig aus dem, mit Effet. Public Viewing gibt es ja auch nicht nur in Berlin, sondern fast in jeder Stadt irgendwo. Und da gehen die Leute ja auch nicht hin, weil sie zu Hause keinen Fernseher haben, sondern weil sie etwas mit anderen gemeinsam erleben möchten. Das Gemeinschaftserlebnis. Richtig. Aber das Haptische, also bei Büchern, ich habe noch nie ein Buch als E-Book gelesen. Ich habe das noch nie gemacht und das ist mir auch total zuwider. Also ich brauche das wirklich in der Hand. Und ich bin auch, als ich zur Schule gegangen bin, ich habe immer in der Früh, bei uns war das die Süddeutsche Zeitung, da habe ich mir immer den Sportteil und das Feuilleton rausgenommen und auf dem Schulweg in der S-Bahn immer das Feuilleton vorne dran und heimlich dann drin den Sportteil gelesen, damit alle anderen immer denken, oh mein Gott, dieser junge Sechsklässler, der liest das Feuilleton. Das hat immer ziemlich Eindruck gemacht. Wenn früher die Bankdirektoren ihre Chauffeure in Frankfurt an den Kiosk geschickt haben, um die Bild-Zeitung zu kaufen, dann sind die immer in den Kiosk gegangen und haben gesagt, einmal FAZ mit. Ne? Und FAZ mit hieß die Frankfurter Allgemeine Zeitung und drin musste die Bild-Zeitung stecken. Aber so ist das halt. Ich meine, ihr kennt auch die berühmte Umfrage, wenn Leser des Playboys gefragt werden, warum sie in den Playboy lesen. Wegen der Essays. Ja. Ne? Wegen der Essays und der tollen Interviews. Ja. Ne? Ja. Gehen wir mal ein bisschen tiefer. Aber Playboy passt eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt zum... also ich finde, das ist ein guter Übergang zu Putin in Badehose. nein, also...
Der Hintergrund ist, Sie haben, glaube ich, 7-mal Putin interviewt. Ich habe Putin so häufig getroffen wie, glaube ich, sonst nur noch Benjamin Netanyahu. Also keinen anderen ausländischen Regierungschef habe ich so häufig zu 101s, also zu direkten Interviews getroffen wie Wladimir Putin. Und Sie waren auch einmal mit ihm, direkt danach, einmal hat er gesagt, wollen Sie mit schwimmen gehen? Ja. Und dann sind Sie mit ihm schwimmen gegangen, aber Sie hatten gar keine Badehose dabei? Ich hatte keine Badehose dabei, das war 2001 in Sochi und das war etwas, was Putin übrigens in allen unseren Gesprächen an irgendeiner Stelle gemacht hat, dass er mit einem Vorschlag kommt, der dich einfach erstmal sprachlos macht, ne, weil du damit überhaupt nicht rechnest. Ne? Und wir hatten dieses Interview, es ging im September 2001, es ging um 9/11, den Anschlag auf die Türme in New York. Und am Ende des Interviews, es war buttenheiß, fragte er mich, ob ich noch Lust hätte, mit ihm schwimmen zu gehen. Und ich war ein bisschen überrascht und sagte dann, Herr Präsident, bitte um Verständnis. Üblicherweise, wenn ich zu Interviews mit Staatschefs gehe, habe ich keine Badehose dabei. Und dann sagt, doch. Sagt er, das sei gar kein Problem, ich könnte eine von ihm haben. Weil er trägt immer zwei übereinander. Hat mich dann eigentlich geführt in so ein Umkleidezelt am Strand. Und da lagen schon eine ganze Reihe von so Speedo-Badehosen. Und in der Schule nannten wir die immer Eierkneife. Ja. Genau. Und ich konnte gar nicht bis drei zählen, da hatte sich Putin schon aus seinem T-Shirt und seiner Jeans geschält und stand dann ziemlich nackt vor uns. Und er hat, glaube ich, die blaue Badehose genommen, ich habe die schwarze Badehose genommen. Ich dachte, dann, Sie sagen jetzt die M oder sowas. Ja. Und dann sind wir über den Strand ins Wasser. Mhm. Das ist eine Geschichte, die ich früher sehr gerne erzählt habe, die ich heute natürlich nur noch mit sehr gemischten Gefühlen erzähle, weil nie zuvor bin ich mit einem Staatsoberhaupt baden gegangen. Das kann man durchaus doppeldeutig verstehen. Ja. Der Putin von 2001 war eben ein anderer als der Putin von 2024. War er das? Als er im Deutschen Bundestag auf Deutsch eine Rede gehalten hat, da waren wir alle begeistert. War da schon versteckt das, was wir heute erleben? Oder also, hat sich da was komplett geändert? Also ich bin super skeptisch, wenn heute viele Politiker und auch Journalisten behaupten, sie hätten schon immer gewusst, dass Wladimir Putin ein blutiger Imperialist und Nationalist und Kriegstreiber ist. Das, ich erinnere mich eben ein bisschen anders und du hast gerade den Besuch von Wladimir Putin angesprochen. Im Deutschen Bundestag, ich rede heute in der Sprache von Schiller, Goethe und Kant zu Ihnen und ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass Russland ein freundliches Land in Europa ist. Dafür diese Rede auf Deutsch gab es für Wladimir Putin stehende Ovationen von allen Fraktionen. Und etliche von denen, die heute behaupten, sie hätten schon immer gewusst, was für einer er ist, hatten damals Tränen der Rührung in den Augen. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch. Ich glaube eher, dass möglicherweise es einen Putin 1 und einen Putin 2 gibt. Dass Putin 1 wirklich geglaubt hat, als wir nach dem Ende des Kalten Krieges vom gemeinsamen Europäischen Haus gesprochen haben, als wir davon gesprochen haben, dass Russland natürlich teilhaben wird an der Wohlstandsentwicklung, an politischen Entscheidungen und er dann in der Folge sehen musste, dass dem nicht so war. Dafür gibt es ja auch einen Grund. Also eine große Kränkung, die dann das Pendel zur anderen Seite hat ausschlagen. Ich weiß nicht, ob es eine Kränkung ist. Also bei Putin muss man immer sehen, dass es natürlich auch ganz viel mit seiner Psychologie zu tun hat. Also das, was ich mit ihm dort erlebt habe, mit der Badehose, das hat er in jedem einzelnen Interview wiederholt. Da kam immer irgendwann die Situation. Das ist schon ein bisschen grenzwertig. Ja, ne? Und warum tut er es? Um zu zeigen, ich bin der Überlegene, ja. Ich dominiere die Situation. Ja. Als ich bei ihm 2016 in Sochi war, da war ja schon der Kriegspräsident und es war Winter und ich wollte eine Kollegin mitnehmen zu dem Interview, Tanit Koch, meine Stellvertreterin, und kriegte die Ansage aus dem Kreml, keine Frauen. Da war ich ein bisschen irritiert und hatte auch Sorge, weil was machen russische Präsidenten gerne mit ihren Gästen im Winter? Sie gehen gerne in die Sauna. Als Journalist mit Wladimir Putin 2016 in die Sauna zu gehen, wäre schwierig gewesen, es wäre kompromittierend gewesen. Ja. Also ich habe dann Nikolaus Blome mitgenommen, früher Bild, heute RTL. Wir haben das Interview gemacht und am Ende kam die unvermittelte Frage, haben Sie denn noch Zeit? Und ich sage, selbstverständlich haben wir noch Zeit. Ja, hätten Sie Lust, mit mir Eishockey zu spielen? Oh, Sie glauben gar nicht, wie viele Steine mir vom Herzen gefallen sind, weil ich konnte ehrlicherweise sagen, Herr Präsident, ich würde es so gerne, aber ich kann leider kein Eishockey spielen, aber ich schaue Ihnen gerne zu. Das haben wir dann auch 90 Minuten lang gemacht und haben erlebt, wie überragend das Team von Wladimir Putin das Gegnerische geschlagen hat und er auch den Puck selber etliche Male in das gegnerische Netz geschlenzt hat. Wir kommen auf Putin gleich nochmal zurück, aber ich will noch, du hast ja auch Erdogan getroffen, du hast Orban getroffen, du hast Trump getroffen. Ja. Ist das, jetzt mal Trump vielleicht ausgenommen,
ein Automatismus, dass sich Diktatoren entwickeln? Bei Orban habe ich ja am Anfang gedacht, das ist Harpe Kerkeling, aber dann wurde das ja immer ernster. Er ist so ziemlich das Gegenteil von Harpe Kerkeling eigentlich, ja, das ja. Komplette. Also Reisen bildet ja. Und ich bin gerade in der letzten Zeit häufig in Budapest gewesen. Ich bin auch schon in den 80er Jahren vor dem Fall der Mauer in Budapest gewesen. Und wenn man mal genauer hinschaut, da muss man zumindest mal konstatieren, Viktor Orban ist zum dritten Mal mit 2/3 Mehrheit von den Ungarn ins Amt gewählt worden. Und ist auch eine Leistung, die muss man erst mal hinbekommen. Kann man das glauben? In keinem anderen europäischen Land, um nur ein weiteres Beispiel zu sein, ich habe dort 2 Synagogen besucht, da steht keine Polizei davor. Und vor dem Privathaus von Viktor Orban steht auch keine Polizei, weil dort sich zum Beispiel Juden sicher fühlen und es nicht die Spannungen zu Politikern gibt, die sie beispielsweise bei uns gang und gäbe sind. Viktor Orban ist gestartet als ein Held. 1989 war er noch Student, da war er der Erste, der sich im Ostblock hingestellt hat und den Abzug der Sowjets gefordert hat. Er hat sich auf den Heldenplatz in Budapest gestellt und den Abzug der Sowjets gefordert. Das ist schon verdammt mutig. Dass da dann Dinge passiert sind, die auch Fragezeichen hinterlassen, ist gar keine Frage. Ich glaube, es gibt dort Unterschiede. Ich glaube, dass jemand wie Viktor Orban eine Entwicklung durchgemacht hat, dass jemand wie Wladimir Putin eine Entwicklung durchgemacht hat, dem haben wir nicht richtig zugehört. Spätestens seit 2007 hat Wladimir Putin eigentlich ziemlich offen gesagt, wie er denkt und was er vorhat. Ich glaube, dass jemand wie Erdogan sich überhaupt nicht verändert hat, sondern der ist niemals der Wolf im Schafspelz gewesen, sondern von Anfang an der Wolf im Wolfspelz. Aber das wirkte doch am Anfang auch ganz offen und liberal. War das eine Taktik? Er war nie offen und liberal. Erdogan war ein sehr erfolgreicher Bürgermeister. Sehr erfolgreicher Bürgermeister von Istanbul, aber der schon damals ein Islamist gewesen ist und daran auch keinen Zweifel gelassen hat und das Land Stück für Stück verändert hat. Bei Wladimir Putin mache ich mir als Journalist den Vorwurf, dass ich meine eigenen Interviews hätte besser lesen sollen mit ihm und dass wir nicht nur ihm hätten zuhören müssen, sondern auch beispielsweise jemand wie Michail Gorbatschow. Michail Gorbatschow habe ich 1000 Male getroffen. Und Michail Gorbatschow ist ein deutscher Volksheld, Friedensnobelpreisträger, der Mann, der den Kalten Krieg beendet hat, der mit Glasnost und Perestroika dafür gesorgt hat, dass hier irgendwann die Mauer gefallen ist, den eigentlich nichts mit Putin verbindet. Und selbst ein Michail Gorbatschow hat spätestens ab 2009 den gleichen Text wie Wladimir Putin gesprochen. Davon geredet, dass er enttäuscht ist vom Westen, dass mutmaßliche Versprechen, muss ich mal sagen, mutmaßliche, nicht eingehalten worden sind, dass er nicht versteht, warum George Bush, der Ältere, sein Partner seiner Zeit, davon spricht, dass die Amerikaner den Kalten Krieg gewonnen hätten, der später beklagt hat, dass ein Barack Obama davon gesprochen hat, dass Russland eine Regionalmacht ist. Und all das muss man im Auge haben, wenn man versucht zu verstehen, was ist dort eigentlich passiert. Und ich finde übrigens, ich habe kein Verständnis dafür, dass die Formulierung Putin-Versteher als Schimpfwort gebraucht wird. Ich stehe überhaupt nicht im Verdacht irgendeiner politischen Nähe zu Wladimir Putin, aber ich finde, jemanden versuchen zu verstehen, hat ja nichts damit zu tun, Verständnis dafür zu haben, was er jetzt tut. Aber zumindest eine Ahnung davon zu bekommen, warum er es tut und womit wir möglicherweise noch rechnen müssen. Lässt sich daraus auch eine Prognose herstellen, wie es weitergehen kann oder wird? Das ist ganz schwierig zu sagen. Also zumindest kannst du davon ausgehen, dass wir bis zum 5. November, wenn in den USA die Wahlen anstehen, erstmal überhaupt gar nichts passiert. Es gibt keinen Grund für Wladimir Putin, zum jetzigen Zeitpunkt an irgendeinen Verhandlungstisch zu gehen. An den Verhandlungstisch gehen Kriegsparteien immer erst dann, wenn sie den Eindruck haben, am Verhandlungstisch mehr erreichen zu können als auf dem Schlachtfeld. Und davon sind wir in der jetzigen Situation noch meilenweit entfernt. Und Putin wartet einfach in Ruhe ab, was am 5. November in den USA passiert. Wenn nämlich sein alter Kumpel Donald Trump, wie im Moment zu befürchten steht, die Wahlen gewinnen wird, dann ist das ein Riesenvorteil für Wladimir Putin, weil Donald Trump bereits angekündigt hat, dann jede Unterstützung für die Ukraine einzustellen und auch angekündigt hat, den Krieg innerhalb von einem Tag zu beenden. Und was haben wir bei Donald Trump gelernt? Er tut meistens das, was er ankündigt.
Und ich gehe davon aus, dass er nicht mal seine Inauguration, das heißt die Amtseinführung, abwarten wird. Er wird am Tag nach der Wahl, wird er seinen Kumpel Putin anrufen und irgendeinen Deal finden, der dann mutmaßlich zulasten der Ukraine gehen wird. Weil auch das gehört natürlich zum System Donald Trump dazu, dass er keinen Interessensausgleich sucht. Kai, denken wir das weiter. Und was passiert dann mit uns auch? Was passiert das denn? Ist eine ganz spannende Frage. Also ich denke manchmal, wenn ich auf uns Europäer so schaue, dass Wladimir Putin aus dem Lachen wahrscheinlich gar nicht rauskommt. Ne? Weil wir ununterbrochen vorführen, wie uneinig wir uns sind, weil wir ununterbrochen erzählen, was wir alles nicht machen werden. Also wenn wir ständig erzählen, was wir alles militärisch nicht machen werden, wird ja das Risiko für Wladimir Putin immer noch kalkulierbarer. Mhm. Und ich bin das letzte Mal in Moskau gewesen, 6 Wochen nach Kriegsbeginn. In einer Delegation des österreichischen Bundeskanzlers, da ging es damals darum. Also 22 im April sowas. 22 im April, Anfang April, waren wir erst in Kiew und waren dann in Moskau, weil Putin von einer österreichischen Lösung gesprochen hatte. Die Österreicher sind Teil der EU, aber nicht Teil der NATO. Und es das Anliegen der Ukrainer gab, Selenskis und Klitschkos, redet doch mal bitte mit Putin und sagt ihm, was eine österreichische Lösung ist, was es eigentlich bedeutet. Da sind wir in Moskau gewesen, in einer ganz kleinen Delegation. Das war super aufschlussreich, weil damals gab es ja Spekulationen, ist der überhaupt Herr seiner Sinne? Ist er es überhaupt? Absolut. Kriegt der alles mit? Ist der informiert? Absolut. Der hat mit Karl Nehammer auf Deutsch gesprochen. Das ist ja übrigens für deutsche Partner von Wladimir Putin immer eine Herausforderung, dass der Mann so rasend gut Deutsch spricht. So rasend gut. Er hat übrigens bei mir in den Gesprächen im Off immer auf Deutsch gesprochen, um dann im Interview, das entspricht seinem Selbstverständnis als russischer Staatspräsident, ins Russische zu ergehen. Was hat er in jedem Interview, das ich mit ihm geführt habe, gemacht? An irgendeiner Stelle den Übersetzer brutal unterbrochen korrigiert. Hui. Ne? Also in einem der letzten Interviews haben wir ihn gefragt, warum denn seine Soldaten in Syrien zivile Krankenhäuser bombardieren und nicht ISIS-Terroristen. Er antwortete auf Russisch und der Übersetzer übersetzte sinngemäß, ihre Informationen sind nicht korrekt. Daraufhin unterbrach ihn Putin und sagt, das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, eine verdammte Lüge. Warum macht er das? Auch dort natürlich wieder seine Psychologie, sein Männlichkeitswahn. Ja. Ich kann es besser, ich bin derjenige, der dir überlegen ist. Also, lange Rede, keinen Sinn. Damals, glaube ich, hätte es eine Chance gegeben, Putin von dem Baum zu holen, auf den er geklettert ist. Heute ist das verdammt schwierig. Der Blutzoll, den die Russen inzwischen in diesem Krieg geleistet haben, mit bis zu möglicherweise 300.000 toten Soldaten, ist so groß, dass Wladimir Putin nicht mit etwas nach Hause gehen kann, was er zu Hause nicht als Sieg verkaufen kann. Weil wir müssen sehen, natürlich ist er die überragende Figur in Russland, aber natürlich gibt es auch eine Elite in Moskau, die ihn trägt und die hinter ihm steht und die einem russischen Führer niemals erlauben würde, einen solchen Blutzoll zu entrichten und dann mit einer Niederlage nach Hause zu kommen. Das heißt, für Wladimir Putin geht es um alles. Und für ihn geht es nicht nur darum, ein Amt zu verlieren, sondern für ihn geht es um Leben und Tod. Glaubst und das du, macht die Situation im Moment so wahnsinnig schwierig. Glaubst du, er ist sich seiner eigenen Endlichkeit bewusst? Ich meine, entweder sterben Diktatoren früh, weil sie ermordet werden, oder sie sitzen irgendwann im Rollstuhl und sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand die Windel wechselt. Meinst du, der macht sich über sowas Gedanken? Naja, das ist ja schon, war ja beeindruckend zu sehen in den Corona-Zeiten, wieder diese langen Tische zwischen ihm und seinen Gesprächspartnern waren, egal ob das nun der französische Präsident oder der deutsche Bundeskanzler gewesen sind. Auch eine Demütigung, ja, ja, ja. Ich glaube natürlich, dass er dort auch eine große Phobie hat, was seine eigene Unversehrtheit angeht, was sein eigenes Leben angeht und er natürlich wie jeder Diktator dies bis zum Letzten verteidigen wird. Hat er wie Stalin auch so mehrere Schlafzimmer, wo er mal hin und her wechselt und mit so Geheimgängen? Das weiß ich nicht. Er hat sie uns bei unseren Besuchen zumindest nicht gezeigt. Ja, natürlich nicht. Aber wir wissen ja auch, dass es Doppelgänger gibt, die für ihn auftreten. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Da guck dir mal an. Ich weiß nicht, ob du mal Videos gesehen hast, wenn die Kolonne von Erdogan durch Istanbul fährt. Das sind, glaube ich, inzwischen 140 Fahrzeuge. Na, da denkst du wirklich, die haben sie nicht mehr alle. Wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz über was anderes als Putin sprechen, wenn das Interesse da ist. Sie haben ja wirklich ganz engen Kontakt zu vielen Leuten aus der Politik gehabt, insbesondere, das erfährt man auch noch mal näher im Buch mit der Familie Kohl. Und Sie waren sogar Trauzeuge bei der zweiten Heirat. Und er war mein Trauzeuge. Er war Trauzeuge, genau, ihr. Also man kann sagen, er war ein richtiger Freund, ein
und vielleicht hast du ihn sogar richtig geliebt. Also Freund ist natürlich schwierig, wenn man sich überlegt, wie viele Generationen dazwischen liegen. Ja, aber ich habe ihn ganz klar als väterlichen Freund empfunden und habe das auch als besonderes Geschenk empfunden, dass er auch mir dieses Vertrauen entgegengebracht hat. Frau Kohl hat dir als Ersten mitgeteilt, dass er gestorben ist. Ja. Und du hast das dann in die Hand genommen und die Nachricht ging dann erst am Nachmittag in die Öffentlichkeit. Ja, er hatte mich schon vorher gebeten, noch zu Lebzeiten, dass, wenn es mal so weit kommen sollte, ich seine Frau in diesen Belangen unterstützen soll. Und sie hat mich dann am 16. Juni 2017 morgens um 9 Uhr angerufen und schrie nur, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Und dann bin ich ziemlich auf einem ziemlich komplizierten Weg dann nach Ludwigshafen gekommen, hatte unglaublich Angst vor diesem Moment, den toten Helmut Kohl zu sehen, weil, man mag es mir glauben oder nicht, obwohl Boulevardreporter, obwohl ich viel auch in Kriegen unterwegs war, ich es immer habe vermeiden können, einen Toten anzuschauen. Mhm. Und ich wusste, diesmal kann ich es nicht vermeiden. Mhm. Und ich war tatsächlich erledigt. Und als es dann soweit war, als ich dort war und dann eingetreten bin in das Wohnzimmer und dort Helmut Kohl lag und er so wahnsinnig friedlich aussah, und es dann auch so normal geworden ist, von ihm Abschied zu nehmen. Also wir haben dann alles hergerichtet. Wir standen abends mit 4, 5 Freunden um ihn herum und haben seinen Lieblingswein getrunken. Und seine Witwe hat dann durchgesetzt, dass er nicht gleich am nächsten Tag abgeholt wird, sondern dass Freunde die nächsten Tage Gelegenheit haben, von ihm Abschied zu nehmen. Das ist ein sehr anrührendes Kapitel. Und da dachte ich eigentlich, haben wir es in unserer Gesellschaft, gehen wir mit dem Thema Tod völlig falsch um, weil wir haben das Thema irgendwie wegindustrialisiert. Ne? Und früher ist es völlig normal gewesen, also bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts noch, dass selbstverständlich die Toten der Familien aufgebahrt wurden und jeder Gelegenheit hatte, Abschied zu nehmen. Und ich muss sagen, diese Erfahrung des Todes von Helmut Kohl hat mich mit dem ganzen Thema ein Stück weit ausgesöhnt und mir Angst genommen. Wie also schön. Ich muss sagen, dass ich da aus eigener Erfahrung, wenn ich da aus eigener Erfahrung spreche, muss ich sagen, dass ich das nicht jedem empfehle, diese Aufbahrung, dieses nochmal hingucken. Also ich hatte da in meiner Familie die Situation genau andersrum. Ich habe darauf bestanden und habe es danach sehr, sehr bereut. Wenn man den Menschen jetzt so in Lebzeiten gesehen hat und weiß, wie der eigentlich ist, so ein toter Körper ist ja nochmal was ganz anderes und kann da auch irgendwie andere Erinnerungen dann im Kopf festsetzen. Deswegen glaube ich, muss man das schon sehr differenziert betrachten. Ich überlege gerade, das wäre natürlich der Coup gewesen, diese Nachricht zu verbreiten. Und das führt mich dahin, wie viel wisst ihr Journalisten und teilt es nicht in euren Blättern oder in euren Medien mit? Na, das ist ganz einfach. Es gibt natürlich viele Dinge, die erfährst du. Und da gibt es allerdings keinen Grund, dies öffentlich mitzuteilen, weil es kein öffentliches Interesse an diesem Sachverhalt gibt. Jetzt will ich mal auf die Klatschebene. Ja? In meinem Dorf hat sich damals Gerhard Schröder mit Frau Doris getroffen, auf dem Bauernhof eines Berliner Verlegers. Ich sage jetzt auch nicht den Namen und so. Guck mal, jeder du weißt mehr als ich. Ne? Du weißt, wer es ist, wahrscheinlich. Aber jeder wusste es bei uns im Dorf und im Kreis. Aber ich bin auch überzeugt, vom Stader Tageblatt wussten sie es. Aber es hat keiner irgendwas verlauten lassen. Also meinst du, als er noch verheiratet war? Ja. Vorhin? Ja, ach so, okay. Da war so manches Wochenende. Wir haben das alle mitgekriegt. Hält man sowas unter den Deckel, um dann irgendwann eine Rechnung zu verlangen oder aufzutun? Nein, tatsächlich nicht, sondern du suchst dann eher als Journalist nach Möglichkeiten, wie mache ich das öffentlich, ohne dass das in eine große Auseinandersetzung mündet. Ja. Weil üblicherweise haben Politiker, die dann jüngere Partnerinnen finden, gehörig Respekt vor dem Wahlvolk. Ne? Mhm. Wie das denn möglicherweise auf die Nachricht reagieren könnte, dass man sich von der ersten Familie getrennt hat, um dann diese junge Frau jetzt an der Seite zu haben. Ja. Da gibt es dann, also eine der schönsten Szenen dazu ist unser ehemaliger Bundespräsident Christian Wulff. Als der sich von seiner Frau und Tochter trennte und es auf einmal Bettina an seine Seite trat, da hatte er auch große Sorge, wie inszenieren wir das denn jetzt so, dass das nicht so aufgesetzt aussieht. Ich kann mich ja nicht hinsetzen mit ihr aufs Sofa und fotografieren lassen, dann drehen alle durch. Und dann ist er spazieren gegangen. Genau, dann gab es die Überlegung seines Pressesprechers, also wir machen das so, du gehst einfach im Wald spazieren und dann stelle ich dort alle Mitglieder der Hannoveraner Landespressekonferenz hin und es sieht so aus, als kämt ihr zufällig vorbei. Ja.
Und man kann sich das heute alles noch auf YouTube angucken, weil da Kameras mitliefen. Also das ist dann tatsächlich so, die stehen irgendwo mitten im Wald und dann kommt Christian Wulff mit seiner Bettina vorbei und sagt in die Kameras, ne, das ist ja ein Zufall, woher wisst ihr denn, wo wir immer spazieren gehen? Und um es noch besser zu machen, da läuft dann ein Jogger vorbei und dann sagt er nochmal in die Kameras, ne, da läuft jetzt ein Jogger vorbei, das macht es ja alles noch viel authentischer. Das sagt er auch, okay. Ich würde ganz gerne noch einmal in die heutige Medienlandschaft gehen. Ich meine, die Zeitungen und die Medien haben sich ja in den letzten Jahren wirklich krass verändert. Ja. Also wenn man jetzt so gerade im Internet geht es um andere Dinge, es geht um Schlagzeilen, um Clickbaiting auch, damit die Leute auch wirklich draufklicken. Und die Tendenzen sind da schon irgendwie sehr fragwürdig. Wie bewerten Sie das und glauben Sie, dass wir in Deutschland irgendwie ein Medienproblem haben? Also zunächst einmal muss man immer darauf hinweisen, wir leben in Deutschland ein Medienparadies. Es gibt in keinem anderen Land auf der ganzen Welt so viele Zeitungen und Zeitschriften immer noch am Kiosk zu kaufen wie bei uns. Es gibt in keinem anderen Land der Welt so viele Fernsehprogramme, so viele Radioprogramme, die dann auch noch staatlich finanziert also sind oder privat finanziert sind. Ja. Muss man einfach sagen. Also du findest hier alles an Inhalten, die du wirklich finden willst. Dazu kommt natürlich noch, dass du digital die Möglichkeit hast, dir heute die ganze Welt in Echtzeit ins Haus zu holen. Tatsächlich leben wir in einer sehr komplizierten Medienlandschaft, weil natürlich die sozialen Medien, über die heute immer mehr Menschen ihre Informationen beziehen, nach völlig anderen Gesetzen funktionieren. Also, was ist denn eine Zeitung, ganz egal, ob jetzt digital oder auf Papier? Sie ist ein Angebot, ein kuratiertes Angebot von Redakteuren, die gesagt haben, das sind die Themen, von denen wir glauben, dass sie für unser Publikum wichtig sind. Und zwar in dieser Reihenfolge. Das ist das Wichtigste, das ist das Zweitwichtigste, das ist das Drittwichtigste. Also auch dort eine gewisse Reihenfolge in die Relevanz bringen. Soziale Medien funktionieren natürlich nach völlig anderen Gesetzen. Also wir haben ja noch gelernt, eine Zeitung zu dekodieren. Wir kämen ja nicht auf die Idee, ganz egal, ob es sich um die FAZ, die Bild-Zeitung oder die Märkische Oder-Zeitung handelt, jede Seite von links oben nach rechts unten durchzulesen. Sondern wir wissen genau, wo wir was finden, was für uns relevant ist, was wir lesen wollen. Auf den sozialen Medien, da siehst du nur die Inhalte, von denen der Algorithmus weiß, die funktionieren für dich. Ne, weil die sozialen Medien haben ja kein Interesse, dich zu informieren, sondern die sozialen Medien, ob es TikTok ist, ob es Facebook ist oder Instagram. Die wollen die Klicks. Die haben nur ein Interesse, dich als User so lang wie möglich in der Anwendung zu halten, damit sie so viel wie möglich über dich erfahren, so viele Datenpunkte bekommen, die sie dann entsprechend weiterverkaufen können. Und das bedeutet halt, dass sie dir nicht zwangsläufig das geben, was du wissen musst, was relevant ist, über das wir eigentlich diskutieren sollten, sondern sie geben dir das, von dem sie wissen, das schmeckt dir am besten. Aber umgekehrt, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, aber umgekehrt ist es so, dass auch seriöse Medien mit unterirdischen Schlagzeilen die Aufmerksamkeit erbuhlen und kein Mensch liest mehr, was danach kommt. Und das, was da oben steht, wird dann als die Aussage genommen. Das ist doch eine Verrohung geradezu. Also das widerspricht dem ja so ein bisschen, dass keiner mehr das Ganze liest. Das weiß ich nicht, ob das tatsächlich so ist. Also zunächst einmal müssen natürlich auch sogenannte seriöse Medien bzw. mediale Angebote dorthin gehen, wo die User sind. Ne? Als wir irgendwann bei der Bild-Zeitung in den 70er Jahren festgestellt haben, dass unsere Auflage im Sommer immer so leidet, weil unsere Leser alle auf Mallorca sind, war es ganz einfach, wir müssen eine Druckerei auf Mallorca bauen und dort die Zeitung anbieten zu können. Mhm. Und der Kiosk von heute ist eben Facebook, ist TikTok und ist Twitter. Und das bedeutet halt, dass auch diese Angebote auf diesen Plattformen vertreten sein wollen, wenn ich mein Publikum überhaupt noch irgendwie erreichen will. Wir dürfen immer nicht vergessen, wenn wir über die User von sozialen Medien sprechen, dann reden wir inzwischen über zwei Generationen, die sich ausschließlich auf diesen Plattformen sozialisiert werden, die nicht mehr lernen, Informationen zu suchen, sondern die davon ausgehen, dass die Informationen sie finden. Und was ihnen dort nicht angeboten wird, das vermissen sie auch nicht und ist auch nicht relevant für sie. Und das hat natürlich Rückwirkung im realen Leben. Ja. Wir sprachen eben über Donald Trump. Donald Trump ist wahrscheinlich der erste Politiker, der ausschließlich mit Hilfe von sozialen Medien nicht nur Kandidat geworden ist, sondern eine Wahl gewonnen hat. Als er Kandidat werden wollte, da haben ihn die großen, seriösen Medien in den Vereinigten Staaten, die New York Times, CNN, die haben ihn überhaupt nicht ernst genommen. Mhm. Die haben nicht über ihn berichtet. Was hat Donald Trump von Anfang an gemacht? Er hat zu seinem Publikum über den Kanal Twitter heute X gesprochen. Am Ende seiner Amtszeit hatte er auf Twitter über 84 Millionen Follower. Mhm. Mehr als die größte Zeitung und mehr als der größte Fernsehsender
der USA gemeinsam auf dem gleichen Kanal. Und ihm war völlig egal, was CNN und New York Times rechts und links von ihm berichtet oder nicht berichtet haben, weil er Herr seiner Botschaften war und direkt mit seinem Publikum kommuniziert hat. Und weil er sich so rar gemacht hat gegenüber den anderen Medien, waren die auch noch gezwungen, alle ihre Inhalte aus seinem Twitter-Kanal zu übernehmen, seine Botschaften. Am Ende war es so, dass jeder seiner Tweets eine Eilmeldung geworden ist. Und das zeigt eben, wie sehr die neue Medienlandschaft tatsächlich auch unsere politische Realität, ob einem das gefällt oder nicht, verändert. Das ist ja auch der Grund, warum jetzt Olaf Scholz auf TikTok gegangen ist. Ich halte sehr peinlich. Bevor wir dieses Pass jetzt aufmachen. Ich weiß nicht, ob das peinlich ist. Doch, ich finde es peinlich, weil er nicht die Leute trifft. Aber ich muss schau mal, du hast vollkommen recht. Also ich glaube, es ist richtig, die Entscheidung zu treffen, dorthin zu gehen, wo die jungen Leute sind. Aber die Inhalte sind peinlich. Ja. Also zu glauben, du erreichst junge Leute, wenn du mit deiner Aktentasche sprichst, dann... Meine Güte. Das ist ein Thema, was, also Sie gehen ja eigentlich nicht gerne in Talkshows, aber das macht jetzt so eine gute Laune, das macht so Spaß. Vielleicht kriegen wir Sie ja nochmal, dann können wir darüber weiterreden. Aber die Sache ist die, wir haben noch was vor und ich muss leider das Interview an der Stelle unterbrechen. Die rote Lampe hat geleuchtet. Die ist schon ausgegangen, der Akku ist schon leer. So lange hat die schon geleuchtet. Es ist so anregend und so interessant und es bleibt auch noch so viel, was wir besprechen. Wir bedanken uns wirklich recht herzlich viel Spaß beim Laufen jeden zweiten Tag. Und vielen Dank, aber ich muss trotzdem, wenn du 16 Jahre Chefredakteur von Bild warst, dann erträgst du es nicht, wenn du das letzte Wort nicht hast. Christo. Ne? Und das Christo. Das ist doch das letzte Wort, das reicht, das ist doch super. Und in diesem, ich muss noch eine schnelle Geschichte loswerden, weil wir zu viel über Bild gesprochen haben und wie wir recherchieren und wie wir an unsere Geschichten kommen. Und ich finde, an so einem Abend muss man auch ehrlich miteinander sein. Ich erzähle jetzt mal ein Stück weit die Wahrheit über Bild an einer schnellen Geschichte. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen noch an diesen Skandal um den TV-Moderator Michel Friedmann erinnert. Ist ein paar Jahre her, ging, glaube ich, um Prostitution, ging um Drogen, war keine schöne Geschichte. Wir reden über den Zeitpunkt, als die Geschichte noch nicht öffentlich bekannt war. Es gab aber einen streng vertraulichen Ermittlungsbericht der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Und die haben diesen streng vertraulichen Ermittlungsbericht, 13 Seiten, den Anwälten von Michel Friedmann zur Verfügung gestellt. Und was hat der Anwalt gemacht? Er hat es an einen Co-Anwalt gefaxt, um den zu informieren. Beim Faxen ist es bedauerlicherweise zu einem Zahlendreher gekommen. Und dieser streng vertrauliche Ermittlungsbericht mit allen Details auf 13 Seiten kam nicht dort an, wo er ankommen sollte, sondern kroch bei einem Frankfurter Pizzabäcker aus dem Küchenfach. Was hat der gute Mann gemacht? Er hat sofort seine Bildzeitung angerufen. Begründung, er wolle nicht, dass so brisante Unterlagen in die falschen Hände geraten. Vielen Dank. Ein tolles Schlusswort. Dankeschön. Danke. So. Kai Diekmann. Das spannt uns. Wir brauchen die Zeit. Er ist schon weg. Bring nichts mehr. Ist schon gegangen. Wir freuen uns. Ich finde aber hier. So, jetzt reicht's. Ab zurück nach Potsdam. Wir haben noch was vor. Das ist ja auch gemein den anderen Gästen. Ganz ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass es so unterhaltsam wird. Ja, du hast auch nichts dafür getan, um ihn zu stoppen, muss ich an der Stelle sagen. Wir machen aber weiter. Wir haben nämlich, es geht mit guter Laune weiter. Wir kommen jetzt, bevor wir in die Pause gehen, haben wir noch einen Gast und das ist wirklich extrem unterhaltsam. Wir kommen zu einem erwachsenen Mann, der gerne mit Puppen spielt. Und da könnte man jetzt sagen, das wird bestimmt irgendwie skurril oder absurd. Nein, es wird einfach nur unterhaltsam. Er ist auch Comedian und Entertainer und ich bitte um einen riesigen Applaus bitte für Roy Reinker. Mann an Mann. Unsere Band. Immer großartig. Aus der Muppet Show. Ja, da sind wir eigentlich schon bei dir, ne? Ja, so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Genau, kurze Vorstellung und das war's. Ja. Ciao. Nein, wie kommt ein junger Mann auf die Idee, Bauchredner zu werden? Oh, ja, erstmal guten Abend alle zusammen. Wie kommt man zu Bauchredner zu werden? Ich mache eigentlich mein ganzes Leben lang schon irgendwas mit Puppen. Ich habe mit 4 Jahren meine ersten Handpuppen geschenkt bekommen von meiner Oma. Und als Vierjähriger so mit Handpuppen zu spielen, war ja irgendwie noch so normal.
Und diese Leidenschaft zum Puppenspiel, allgemein so zu Dialogen, so Stücke auf die Bühne zu bringen, hat mich nie losgelassen. Und dann hat sich das so über die Schulzeit, später dann über die Ausbildung und dann auch als Beruf etabliert. Und ich freue mich da total, dass ich da das so als Leidenschaft, als Beruf, als mein Leben ausführen darf. Jetzt kommt mir eine Erinnerung. Ich habe in Kaufhäusern die Köpfe von Barbie-Puppen geklaut und die dann frisiert. Warum hast du nicht die ganze Barbie-Puppe geklaut? Weil das zu gefährlich war. Also ich kann ein bisschen verstehen, was einen an Puppen fasziniert, was man mit denen alles machen kann. Und waren das richtig die klassischen Handpuppen mit Finger im Kopf? Und so, die, genau. Ja? Also ich denke da jetzt an Räuber Hotzenklotz und irgendwie ein bisschen Wolf und solche Handpuppen. Genau, ne? Genau. Okay. Ja. Und ich habe da mal den Sascha Grammel bei YouTube gesehen, da war ich glaube ich 8 Jahre alt und dachte mir, ja, das ist ja cool, das kannst du auch mal probieren und habe das so als Hobby betrieben, habe dann so ein Buch gekauft, wie man das so lernen kann, so, dann habe ich aber relativ schnell erstmal das Interesse daran verloren und bin dann aber irgendwann später durch meine Oma wieder dazugekommen und als Kind hat man immer so diesen Kinderbonus, natürlich ist man in Anfangszeiten extrem, sag ich mal, schlecht mit dem, was man macht. Und ich hatte so diesen Bonus, dass trotzdem alle gesagt haben, ja, sag mal, dass es gut ist, dass der weitermacht. Das ist der Charme. So der Charme. Ja, und da hatte ich den Bonus und habe dann dadurch weitergemacht. Aber hat deine Großmutter, hat die auch schon Puppen gesammelt? Oder hat die so eine Puppensammlung zu Hause? Oder wie? Genau. So, aber dann auch so richtige kleinen Mädchen so frisiert und mit verschiedenen Dresses, sowas, wo man nachts aufs Klo geht, wo man vorbeikommt am Schrank und richtig Angst hat. Puppen sehen doch anders. So, nein, ich frage jetzt, was für Puppen? So Handpuppen. Also genau. Sie hat Handpuppen gesagt. Also genau. Der Teufel und Gretel, ja, und die Prinzessin und der König. Was so jede Oma irgendwie hat für die Kinder. So genau. Und bei dir jetzt zu Hause, wie viele Puppen besitzt du, wenn ich jetzt zu dir in die Wohnung kommen würde? Ich habe das früher, ich war da ganz cringe irgendwie, ich habe dann 300 Handpuppen gesammelt. Ich habe 300 Stück, aber so diese hier. Ne? Und Bauchrednereien nimmt man ja nicht diese, sondern da nimmt man ja diese, die heißen Klappmaulfiguren, die sind ja ein bisschen Arm größer. Ja. Mhm. Seht ihr auch gleich, ich habe natürlich auch einen Kollegen dabei, der wartet schon ganz aufgeregt. Wo wartet der? In der Box da? Der wartet in der Box schon der seit 3 Stunden. Ja. Eingesperrt. Der ist da eingesperrt. Den holen wir gleich raus. Ja, aber erzähl noch mal, gibt es eigentlich eine Tradition des Bauchrednens? Also kann man verfolgen, wann die ersten Künstler auf der Bühne mit so einer Klapppuppe standen und die Stimme kam aus dem Bauch? Aus dem Bauch. Es entstand in Griechenland um 1700. In Griechenland? In Griechenland, genau. Und das heißt nur Bauchrednerei, weil die Leute früher gedacht haben, dass der Ton wirklich aus dem Bauch kommt. Also mit dem Bauch hat es eigentlich nur mit der Atmung zu tun, aber man spricht nicht mit dem Bauch. Na, an sich spreche ich ganz normal, bloß Lippen werden anders gebildet. Ich kann das ja mal ganz kurz, ich kann euch auch gleich mal zeigen, wie es funktioniert. Ja, ja, gerne. Kann man das lernen? Das gleich mal, kann jeder mal ausprobieren. Also die Bauchrednerkunst ist es ja eigentlich, so zu reden, ohne dass ihr seht, dass ich rede. Das heißt, ihr hört, dass ich rede, aber ihr seht es nicht. Deswegen haben die auch immer solche komischen Stimmen, weil man dann muss sagen, okay. Ich sage immer, lieber schizophren als ganz allein. Ja, das müssen wir gerne ausprobieren. Ja. Ach so, dann wird die Stimme eben auch so kurios. Ja, genau. Ja, ja. Also Bauchrednerei ging von Griechenland erstmal nach Amerika und kam erst um 1840, ich habe das auch nur gelesen, ja, nach Deutschland zurück und hat sich erst im Karneval etabliert und kam dann vom Karneval, hat sich das dann in jede Richtung ein bisschen verteilt. Wir haben nur noch 40 Bauchredner in Deutschland, das ist wirklich vom Aussterben bedroht. Ja? Schade. Dann machen wir heute auf jeden Fall Werbung dafür, dass ich vielleicht Nachwuchs finde. Ja, genau, dass ich vielleicht hier Omas Publikum und Opas, animiert eure Enkel. Ja. Ja, oder selber, oder? Das ist, also wie lange, wenn ich jetzt sage, ich möchte das lernen, wie lange glaubst du brauche ich dafür, wenn ich jetzt durchschnittlich talentiert bin? Also es ist schwer zu sagen, ich habe das so parallel, ich habe 8 Jahre gebraucht, bin aber natürlich mit jedem Auftritt wächst du ja auch, ne? Du baust neue Sachen ein, probierst dich selber aus, Bauchredner allein ist ja null lustig, du brauchst die passenden Texte, du brauchst eine Charakterentwicklung für die Figuren, du brauchst die Figuren, das ist ein mega langer Prozess. So. Hattest du Anleitungen, also menschliche Lehrer oder Lehrerinnen? Leider nicht. Alles leider selber beigebracht, also autodidaktisch. Und wann hat das angefangen, dass du das trainiert, also wie alt warst? Mit 8. Naja, das schon, aber dass du dann also außerhalb der Familie mal aufgetreten bist? Oh, gute Frage. Ich glaube, da war ich 12. 12, 13. Ja, aber auch so sehr jung. Da hatte ich einen Auftritt, der war ganz schlecht, ganz schlimmer Auftritt. Meine erste Gage
war ein Schoko-Weihnachtsmann, ja, der schon verfallen war. Ja. Das war meine allererste Gage. Aber darf ich jetzt mal... Den habe ich heute noch. Den habe ich immer noch. Hast du noch, den Schoko-Weihnachtsmann? Ja, der muss... Jetzt sollte man ihn nicht mehr schlagen. Du kannst ja unten auch ein Loch einmachen und als Handpuppe... Ja, logisch. Ja, ja. Der spricht, glaube ich, auch schon so alt, wie der ist. Ja. Darf ich jetzt mal kurz dann fragen, wenn du so jung schon dich dafür begeistert hast und das dein Hobby war und du das gemacht hast, dann hast du das... in der Schule und so, wie war das? Hast du da, ich gehe mal davon aus, du hast damit angegeben und warst dann so der König auf dem Schulhof, weil du Bauchreden konntest. Nein, oder? Nee, gar nicht. Ich sag mal so, als ich die Puppenspielsache in der Grundschule gemacht habe, hat mir die Schuldirektorin einen Tag im Jahr gegeben und da durfte ich für die ganzen Schüler ein Puppentheaterstück aufführen. Also, okay. Ja, und da war das noch alles cool. Aha. Aber wenn man dann halt Jugendweihe hatte mit 14 und dann 15, 16 wurde, 16 Abschluss und dann immer noch mit Puppen spielt, ich habe mir da mein Taschengeld mit verdient. Das ist ja schon schräg. Da ist man dann schon ein bisschen der Außenseiter, klar. Logisch. Ich konnte damit zum Glück gut umgehen, weil meine Eltern mich da immer unterstützt haben. Ja. Und es gab mir natürlich die Bestätigung beim Publikum. Ja, und dann hat es sich entwickelt, dass ich mir selber eine Kunstfigur so ein bisschen entwickelt habe auf der Bühne, um natürlich privat auch ein bisschen abzutauchen, um privat zu sein und Bühnenmensch zu sein. Das, tut das kann gut. Ich sehr gut verstehen. Ja? Du hast gesagt, es gibt eine Übung und ich habe gehört, es gibt da irgendwas mit einem Korken. Ja, pass auf. Müssen wir erst eine Flasche knallen oder hast du einen Korken bei dir? Nein, ich habe zwei Korken dabei. Einen großen, wer möchte den großen? Ja, natürlich, Lido nimmt den großen Korken, oder? Weil ich so einen großen Mund habe. An mir ist alles groß. Ja. Hier, da, super. Und zwar, man kann mit Korken, du willst den großen, so. Und die sind sauber frisch desinfiziert. Frisch, okay. Ja, heutzutage muss man das ja sagen, bevor dann Kommentare kommen. Ne? So, und zwar, man lernt Bauchreden an sich vor einem Spiegel, das braucht man aber jetzt nicht, das ist nicht so schlimm. Und zwar steckt ihr euch den Korken einfach zwischen die Zähne und man trainiert sozusagen einfach jetzt mal, hallo, ich bin Lilo Wanders, sagt das mal. Hallo, ich bin Lilo Wanders und das ist eine Schauspielübung. Ja, genau. Weil man damit die klare Artikulation üben soll. Genau. Und dann ist Schummelsack irgendwie ganz nach unten. Ich hoffe, du hast keinen Schlaganfall gerade, sondern da, ich sehe auch der Lippenstift ist aus der Korken. Hallo, mein Name ist Lilo Wanders und ich hau heute den kleinen Korken. Und er steht euch ausgezeichnet. Außer Feuer. Ich kau jeden Korb. Du hast den schon durchgebissen, oder? Dürfen wir den behalten? Nein, noch nicht. Sehr gut. Wir müssen ihr könnt den behalten. Ja, ihr dürft euch den als Kette immer mitnehmen, als Glücksbringer. Ich werde die ganze Nacht üben. An sich ist Bauchrednerei, um das ganz kurz zu erklären, wie es funktioniert. Wir haben ja die Zauberei. Zauberei ist eine optische Illusion. Wir sehen mit den Augen, wie da was passiert, was wir uns nicht erklären können. Und bei Bauchrednerei ist das halt auf der akustischen Ebene. Es gibt ja Lippenlaute wie B, P, W, M und F, wo wir die Lippen benötigen. Ne? Biber, Banane ist für einen Bauchredner ein sehr schweres Wort. Papa, sehr schwer. Das heißt, wenn ich mir die Texte schreibe, überlege ich schon im Vorfeld, dass ich lieber nicht Papa sage, sondern Fati. Fati kannst du, sag mal Fati, kannst du ganz einfach. Fati geht ganz einfach. Papa ist sehr schwer. Ja. Ja? Und die Kunst beim Bauchreden ist, das P durch ein D zum Beispiel zu ersetzen. Tata. Jaggi. Tata. Das heißt, wenn ich jetzt rede, muss ich natürlich so reden, dass ihr das überhaupt nicht seht, dass ich rede. Sag jetzt schon Papa? Ja. Tata. Nein, Tata hat gesagt, ich soll heute meine Lippen nicht bewegen. Das ist auch total toll. Wenn ich eine hochschwangere Frau in der Fußgängerzone sehe, bleibe ich sofort stehen. Ja? Warte, bis die an mir vorbeiläuft und dann mache ich immer das hier. Ey, Mutti, lass nicht raus. Mutti, lass nicht endlich raus. Sehr schön. Sehr viel Spaß. Ja. Den mache ich immer. Kann man auch so machen. War total Spaß. Ja. Das ist schon sehr gut. Sag mal, das ist jetzt hier ja eben in den letzten Minuten ziemlich Erwachsenen-Talk gewesen. Trittst du vor Kindern auf? Ich wollte tatsächlich mal Stücke für Kinder machen, vor allem auf die Thematik Umwelt. Ich wollte mal so eine Grundschultour gehen, aber es gibt immer ein Problem, ich bin Langschläfer und die Veranstaltungen für Kinder sind immer irgendwie vormittags und ich bin so eine Nachteule. Also wenn so nachts um drei überall das Licht aus ist, bin ich halt kreativ.
Ja, ich bin so voll der Nachtmensch und ich habe keine Lust, morgens aufzustehen. Deswegen mache ich das nicht. Du, ich mach demnächst einen Kurs an einer Hauptschule im Nachbardorf und da haben wir jetzt 13.40 Uhr gesagt. Sehr gut. So kurz nach dem Aufstehen. Ja, es hat sich halt mit der Erwachsenenunterhaltung so toll etabliert und es ist auch mittlerweile so schwer geworden, für Kinder ein Programm zu machen. Die Kinder sind ja super, aber teilweise die Eltern der Kinder sind manchmal das Problem. Ja, also die... Immer eigentlich, ne? Ja. Ja, also inwiefern jetzt? Wegen politischer Korrektheit? Ja, natürlich politische Themen macht man in kein Kinderprogramm, ne? Aber wenn man... Oh, naja. Ja, vielleicht... Ja, Korken rein und dann geht's. Korken rein und los. Aber es ist halt, du hast Eltern im Publikum sitzen und sobald da irgendwie ein Thema, ich kann es jetzt nicht, ich hatte es schon sehr oft, da kommen halt Mütter im Nachgang, ja, das hätte man jetzt nicht sagen. Lockere Themen, ganz lockere Themen. Ich wollte früher Kindererzieher werden, das war mein eigentlicher Beruf und bin dann Grafikdesigner geworden, was komplett anderes, was ich natürlich jetzt toll einbinden kann. Kann meine Werbung selber machen, wenn natürlich, ich bin ja, habe ja keine Agentur oder so, ich mache das ja alles alleine. So, aber wie gesagt, Kinderprogramm hat sich noch nicht entwickelt, aber... Vielleicht kommt es noch. Und das Erwachsene ist dann durchaus auch mal ein bisschen schlüpfrig, oder? Wir mögen es schlüpfrig. Das Gute ist, ich bin es ja nicht. Ne? Nein, du bist es ja nicht. Quatsch. Also, ja immer dein Partner. Deswegen, ich wollte jetzt gar nicht weg von dir. Kommen wir doch zu deinen Freunds. Das ist, wenn man nicht gendern will, sagt man Freunds. zu deinen Freundinnen und Freunden. Ich weiß nicht, wie viele Puppen du hast, aber wie viele hast du heute dabei? Wen stellst du uns vor? Ich habe heute einen dabei. Es ist heute ein besonderer Tag. Er heißt Siegfried. Siegfried und Roy! Was wollen wir mehr sagen? Das ist ein besonderer Tag, weil? Es ist ein besonderer Tag, gerade heute zu diesem Tag ist sein 55. Hochzeitstag. Oh. Und ja, deswegen freue ich mich sehr. Und da hast du ihn mal eingesperrt in der Box. Ich habe gesagt, ja, er will unbedingt heute ein bisschen was über Ehe berichten, über das Leben und so weiter. Dann machen wir es so, das Publikum gibt dir jetzt gleich einen riesigen Applaus und wir freuen uns, Siegfried und Roy zu sehen. Bitte. Ohne Zauberei. Hey, bin noch nicht so weit. Was? Bin noch nicht so weit. Du weißt doch, dass du dran bist. Ich bin noch nicht mal angezogen. Was soll ich machen? Erzähl einen Witz. Welchen Witz? Mit den Kiffern. Ach, den erzähle ich doch jetzt nicht. Erzähl den jetzt. Zieh dich an. Die Lindenstraße kommt. Ja, da sind zwei Kiffer unterwegs auf der Autobahn. Da sagt der eine zum anderen, du kannst doch mal ein bisschen langsamer fahren. Da sagt der andere, huch, ich dachte, du fährst. Ein Schenkelklotzer jagt den nächsten. Bist du fertig? Ja. Wir haben nämlich hier hinten die ganz liebe Johanna. Johanna, großen Applaus für Johanna. Sehr schön. Dankeschön. So, bist bereit? Ja. So, was hast du denn jetzt an? Was hast du denn an? Du hast doch gesagt, Mallorca. Frankfurt oder? Ach so. Scheiße. Begrüßt mit mir mit einem frenetischen Applaus from the backstage to the top. Hier ist bei euch Siggi. Hol mich raus, du Gangster. Hat ja auch gedauert. Aua, meine Nase. Jawohl. Na denn. Setzt euch. Beruhigt euch. Was hast du denn jetzt an? Schöner Anzug, wa? Oh, der ist maßgeschneidert. Aber nicht für dich. Ist es heute okay, dass wir nicht gendern? Möchte jemand, dass wir gendern? Mal bitte melden. Ich will das. Ist doch wichtig. Wir wollen doch alle Leute ansprechen. Aha. Das ist schon ein Unterschied, ob man sagt, ich bin von der Leiter gefallen oder ich bin von der Leiterin gefallen. Ganz kurz natürlich zum Vorstellen. Siegfried ist seit über 50 Jahren verheiratet. Mit einer Frau. Natürlich mit einer Frau. Na, so selbstverständlich ist das nicht. Ja. Meine Schwester ist zum Beispiel mit einem Mann verheiratet. Die Frau heißt Hilde. Eine tolle Frau. Naja, die beiden haben sich vor 60 Jahren ganz romantisch im Park kennengelernt. Ja. Ich hatte nach einem Hund gepfiffen, sie war schneller. Was denn? Hey, Liebe ist das Licht des Lebens. Ja, und die Ehe ist die Stromabrechnung, ehrlich.
Hast du deiner Frau heute nicht mal gesagt, dass du sie liebst? Ah, ich hab dir das zur Hochzeit gesagt, wenn sich das ändert, sag ich dich heile. Du bist böse. Du hast heute Hochzeitstag. Das wissen Sie, das habe ich doch gerade erzählt. Hätte sie nicht was anderes sagen können? Was denn? Dass ich Jugendweihe hatte? Schätze doch mal deine Frau. Schätze deine Frau. Ja, 100 Kilo. Hilde war früher Sportlehrerin, ist mittlerweile ein bisschen, wie sag mal, die ist querschlank. Die schwingt in Kettenkarussell sehr weit aus. Hey. Was denn? Das ist nein, nein, nein. Was ist das? Du bist böse. Wir hatten das Thema Frau vorhin schon mal. Wenn Hilde sich in die Wanne legt, da steigt in Klo der Wasserstiegel. Ich selber habe jetzt meine Ernährung umgestellt, ne? Ich auch. Ja, ja. Ich esse jetzt im Wohnzimmer. Ich habe jetzt 2 Wochen Diät gemacht. Echt? Ja, was glaubst du, was ich verloren habe? 14 Tage. Hüte dich vor Zucker. Der ist raffiniert. Ich habe wirklich meinen Winterspeck jetzt verloren. Ja, ja, jetzt hast du Frühlingsrollen. Ich werde jetzt immer ausgelacht. Ich sage das aber jetzt einfach so. Ich stehe jetzt auch dazu. Ja. Seit dem 1. Januar ernähre ich mich sehr gesund. Ich bin sehr stolz. Vegetarisch. Oh, ich kann die Scheiße nicht nachhören. Vegetarisch. Wer von euch ernährt sich vegetarisch? Och Leute, komm. Wo sind die Vegetarier? Nein. 1, 2... Nur 2? Oh, Vegetarier sterben ja nicht. Ja, die deißen ins Gras. Die werden doch nicht beerdigt, die werden kompostiert. Hallo? Die kriegen auch keine Kinder. Nein, die kriegen Sträußlinge. Die pflanzen sich fort. Bist du durch? Oh. Man sagt ja auch nicht dicke Vegetarier. Nein, man sagt jetzt pflanzliche Fette, ne? Ein ganz dicke nennt man nur Diotunnel, weißt du? Hey. Was denn? Ein noch dickere nennt man Ricarda Lang. Hey. Was denn? Ricarda Lang. Die gibt Ernährungstipps, ey, die hat Humor, die hat Humor. Das ist älter, wenn der Hofreiter Friseur wäre. Hey. Hallo. Wir haben gesagt, wir bringen heute keine Politik. Machen wir ja auch nicht. Wir dürfen ja als Künstler so vieles gar nicht mehr sagen. Wir werden ja mundtot gemacht, ohne in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Ja? Da bin ich immer froh, dass ich Bauchredner bin. Ich bin's ja nicht. Ja? Man darf auf der Bühne nicht mehr Schwarzwald sagen. Das ist rassistisch. Das heißt, jetzt gehört so eine Gegend mit Migrationshintergründen. Dann darfst du auch nicht nach Dauerfrühstück sagen. Nee, das heißt jetzt Frühstück mit landwirtschaftlichen Zusätzen. Also ohne Speck darf ich das als Veganer ja oder Vegetarier sogar essen. Als Veganer nicht. Also wer sich vegan ernährt, Chapeau, schaffe ich nicht. Ne? Die trinken ja nicht nach Leitungswasser. Ja, weil es aus dem Hahn kommt. So, Freunde, jetzt hatte ich für euch den Oderkracher-Vegan-Witz. Haltet euch fest. Wie nennt man einen russischen Veganer? Moskauer. Verstehst du? Moskauer! Und so ein Mist muss der Erste kommen. Hat er schon gesehen? In der Hand ist ein Stock drin. Hat er es gesehen? Sigi, lass mal los. Was? Lass los. Was denn? Ein Stock. Und jetzt? Hol das Stöckchen, hol das Stöckchen. Hast du fein gemacht, fein. Kriegst du nachher auch ein Leckerli. Hör doch mal auf. Du hättest mir heute mal helfen können. Ich habe ja alles alleine mit der Kiste und das hier aufgebaut. Oh, ich habe mich heute noch verletzt. Macht man nicht, er hat sich verletzt. Oh, was hat er denn? Ich hab einen Holzsplitter am Finger. Oh, ein Holzsplitter. Tut's weh? Ja. Es tut weh. Oh, mein Kleiner. Hast dich so am Kopf gekratzt oder was?
meine Fresse, ey. Mein Gott, ey. Was bist denn du für eine Muschi geworden, ey? Mein Gott. Der hat ja Mayonnaise in der Eier als du, ey. Gottes Willen, ey. Das sieht aus. Hör doch mal auf jetzt. Mensch. Da kommst du hier bald nicht mehr mit. Komm ich nicht mehr mit. Kommst du nicht mehr mit? Da kannst du Lilo fragen, ob die sich auf die Kiste setzt. Du musst auch als Bühnenmensch topfit sein. Den ich doch. Ja. Huste mal. Huste mal. Nur weil du deine Hand hinten drin hast, bist du noch lange kein Arzt, mein Freund. Recht sam. Zurück dir nicht rum. Mach mit deiner Frau lieber mal einen schönen Urlaub. Gönn dir mal was. Ja? Hast du nicht so ein Lieblingsland? Ja, ja? Kaufland. Letztes Jahr waren die beiden wandern in Österreich, ne? Ich hatte die Schnauze voll, ey. Jetzt tut dir noch so das Knie weh. Welches Knie? Das linke. Das hier? Das ist das linke Knie. Du weißt schon, wenn du lachst, kann ich nicht reden, ne? Gehst du mal zum Arzt? Zum Arzt. Ich war letzte Woche dein Gynäkologen. Wo? Dein Gynäkologen. Das ist ein Arzt für Frauenleiden. Ich leide unter meiner Frau. Hand weg. Wie sieht denn das aus? Wie denn? Leicht Östrogen irritierend, ehrlich. Reichsam. Ich hatte letzte Nacht einen Albtraum, ne? Was? Ein Albtraum. Oh. Was hast du denn geträumt? Ich hab geträumt, ich liege im Bett. Links von mir Helene Fischer. Rechts von mir Andrea Derg. Das ist doch kein Albtraum. Doch, ich war Patrick Lindner. Hä? Was denn? Das lacht. Ich hätte auch Roy Reinker sagen können, da wär's ja doch nicht so lustig gewesen. Lache doch mal. Hörst du jetzt mal auf, mich so doof zu machen? Gut. Du gehst eh gleich in deine Kiste, wir haben gleich Pause. Hm. Ich hatte mal eine Veranstaltung in Düsseldorf, da hat im Foyer ein Mann auf mich gewartet und da wollte mich küssen. Echt? Da bin ich aber gerannt. Und? Hast du ihn gekriegt? So, komm, geh in deine Kiste. Was macht man zur Verabschiedung? Alles einpacken, was nichts kostet. Fast. Da sagt man was, was den Leuten gefällt. Ja? Ja. Frei dir! Jawohl! Jawohl! Ja, die freuen sich. Was denn? Danke. Setzt euch. Setzt euch. Aua, man schlägt keine Gedichtsträger. Reichsam. Alkohol ist ein langsames Gift. Oh, ich hab Zeit. Dann ist erst dann getrunken, wenn man vom Fahrradzelt dort wohl nicht schiebt. Du gehst bald in eine Heilanstalt, wenn du weiter so säufst. Wohin? Eine Heilanstalt. Ach, da war ich schon. Und? Der Doktor säuft jetzt auch. Komm, machst du dein Gedicht noch? Hast du vorbereitet? Hm. Ich habe noch ein Gedicht vorbereitet. Die Schlange, haltet euch fest. Es war einmal eine Schlange, die teilte sich in zwei. Der Grund dafür war einfach, es öffnet Kasse 3. Vielen Dank. Na, dann geht er zur Nette. So, was denn? Ich geh jetzt in die Kiste oder was? Freunde, auf Wiedersehen! Roy Reinker! Und Siegfried! Aua, meine Nase! Ey! Ab in die Kiste! Ey, wir bedanken uns! Und es wurde schon angenickt. Wir gehen in eine kleine Pause. Wie immer. Eine Pause. Haben Pause. Fantastische Gäste für die zweite Hälfte noch. Roy Reinker, bis gleich! Mm-hmm.
David Friesig. Ja, so, wir finden wieder langsam zu unseren Plätzen. Hier werden noch ein paar Fotos gemacht mit unserem nächsten Gast. Der hat noch ein paar Minuten. Kann auch nicht, ne? Das geht noch nicht. Ja, ja, ich geb dir noch Zeit, solange der Fotograf dich noch fotografiert. Und wir beginnen die zweite Hälfte, so wie wir immer die zweite Hälfte hier beginnen. Ein paar Leute sind ja häufiger hier und wissen das. Deswegen für die, die zum ersten Mal, oder ich frage mal kurz, ist jemand zum allerersten Mal beim Modstalk heute? Tatsächlich können wir das komplett ignorieren. Ihr merkt es selbst, dass es ein Fehler war, die letzten Male nicht zu kommen. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Aber für euch drei, die zweite Hälfte beginnt immer mit mir. Und ich mache immer eine Nummer, die wir improvisieren, die Band und ich, meistens also vor allem Sören und ich. Sören hat keine Ahnung, was genau passiert. Ich sage ihm im Vorfeld immer so ein bisschen, worum es geht, und er improvisiert dazu. Und dafür brauchen wir aber tatsächlich die Aufmerksamkeit vom Publikum. Das heißt, wenn man noch Getränke bestellt, muss man jetzt auch versuchen, mit Bauchreden das Ganze so ein bisschen, oder sogar nonverbal, also gar nicht als Bauchreden, einfach mit, also Klickgeräusche sind erlaubt. Ansonsten möchte ich Ihnen, liebes Publikum, ein bisschen was erzählen von einem echt Radler heute. Musst du noch fahren? Ja, okay. Ich hatte nämlich, also ich habe jemanden, ich möchte euch was erzählen, ich habe jemanden kennengelernt. Ich weiß, ja. Kennengelernt ist vielleicht ein bisschen forsch formuliert. Sagen wir, ich habe jemanden beobachtet. Ins Auge gefasst, aber über einen längeren Zeitraum beobachtet. Und dann hat man ja schon das Gefühl, dass man die Person kennt. Ne? Und diese Begegnung hat mich so fasziniert, dass ich einen Text geschrieben habe über diese Person. Und um vor allem die Privatsphäre dieser Person zu schützen, aber auch, das wird sich hinten rausstellen, um mich zu schützen, habe ich den Namen geändert. Und wir nennen ihn jetzt einfach Klaus. Du fängst an zu reden über dieses, über jenes, über die Liebe und die Mädels, die stehen alle auf deinen Bizeps und auf deinen Penis. Du bist der Cowboy in der Gegend. Ja, ich hab dich angeguckt. Passt gerade. Du bist der Cowboy in der Gegend, dein einstudierter Blick, deine Waffe, deine Straßen geteert, deine Matratzen gefedert, deine Flittchen gesattelt, dein Gang breitbeinig. Bisschen so als müsstest du auf Klo, oder als wären die Hosen schon voll, aber das ist wohl so gewollt. Du liebst straffe Frauenkörper und hasst Zellulite. Du trinkst Proteinshakes und du kackst Steroide. Du tanzt gerne. Du tanzt wie so ein gottverdammter Orang-Utan. Tanzt du Party, ist dein zweiter Vorname, aber nur an Brückentagen. Deine Nackenmuskulatur platzt fast, als würdest du das Leid der Welt auf deinem Rücken tragen. Ein kleines Kind sieht dich auf der Straße und fängt sofort an zu weinen. Einer seiner Tränen spritzt in dein Gesicht. Ein wenig aufgesprühte Bräunungsfarbe fließt dir von der Schläfe. Wo dich das alles hinführt, wissen tust du es nicht. Vom Augenblick müde heutzutage flieht man vor Problemen an einen Ort, wo diese Probleme einen in Ruhe lassen. An einen Ort, wo man für sich sein kann. Einen Ort, wo man all den Frust hinter sich lassen kann. Ja? Wo man sich noch im Spiegel angucken kann. Sich im Spiegel angucken und geil finden kann. Hier bist du und du schaust nur nach vorne, blickst nie zurück, gehst lieber in die Liegestütze und kämpfst dagegen an, was dich in die Tiefe drückt. In dir blinde Wut, mit jedem Klimmzug findest du mehr zu dir selbst oder zu dem, was du meinst zu sein. Du nimmst das Sprungseil und du hüpfst dagegen an. Ja, das ist der richtige Weg. Hüpf, Dickerchen, hüpf. Du drückst dich sonst vor Verpflichtungen, aber hier drückst du die Bank. Du drückst dagegen an und ich sag, drück, Digga, drück dagegen an. Denn alle haben einen Job, du trainierst alleine. Keiner hat mehr Bock auf dich und deine dicken Eier. Doch nichts rattert in deinem Kopf, Tag ein, Tag aus. Leg noch zwei Gewichtsscheiben oben drauf und die Muskeln machen Peng, Peng, Peng. Hübsche, fitte Frauen kommen hierher und machen ihr Cardio-Programm. Sie hören Musik und gucken immer extra weg, doch trotzdem laberst du sie an. Warum machst du das? Lass sie doch einmal in Ruhe, du. Es ist scheinbar dein Ding, ja. Scheinbar dein Ding. Du sitzt gaffend in der Sauna, wie so ein geiler Geier mit Schaulust. Kommst rein, machst mit einem Dutzend roher Eier einen Aufguss,
Meister Proper Lookalike, woher kommen gar deine Probleme? Denn deinen winzigen Penis werde ich mit keinem Kommentar erwähnen. Nach dem Duschen musst du nicht mal ein Handtuch benutzen. Mann, nein, du spannst einfach einmal alle Muskeln an. Du bist ein Bus von einem Mann, eine Wucht von einem Schrank. Ich habe schon häufiger versucht, meine Sachen bei dir reinzulegen, aber dann guckst du mich nur an und ich bin auf der Flucht in ein anderes Land. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich glaube, ich melde mich hier ab. Der Monatsbeitrag ist auch eigentlich sehr, sehr hoch, viel zu hoch, wenn man für das Geld nur einmal im Monat in die Sauna geht. Aber bevor ich mich jetzt hier wirklich abmelde und diesen Schritt vollziehe, möchte ich zumindest noch diese eine von meinem Chiropraktiker empfohlene Rückenübung machen, die er mir gesagt hat. Der Grund, warum ich eigentlich hier bin, ich habe so ein bisschen so ein Ziehen hier unten, ein ziemlich dolles Ziehen eigentlich. Und das Gerät, was ich dafür benötige, an dem ich diese Übung machen kann, das hast dummerweise du seit einer gefühlten Stunde unter Beschlag genommen und machst darauf deine gänzlich sinnlosen und vollkommen übertriebenen Übungen und du stöhnst und du schwitzt und du schreist auch manchmal und du hast nicht nur dieses Gerät besetzt, du hast noch zwei, drei andere Geräte in der Umgebung besetzt, weil du machst da so ein Zirkeltraining und das sieht auch alles komisch aus. Ich denke mir, das kann doch nicht sein, das gehört ja nicht dir, diese Muckibude. Es gibt ja noch andere Leute, da muss doch jemand mal intervenieren, vielleicht sollte ich da mal intervenieren. Ich glaube, heute ist der richtige Tag, dass ich da mal ein Machtwort spreche, also gehe ich direkt auf dich zu, wirklich direkt, ich gehe nicht direkt, von der Seite gehe ich auf, ich gehe so einmal drum rum, ich gucke mir das Ganze schon nochmal an und überlege erstmal. Aber nachdem ich länger überlegt habe, denke ich mir, warum nicht, was soll mir passieren? Also gehe ich zu dir und sage, ey, Entschuldigung, dass ich so laut, ey, Entschuldigung, dass ich schreie, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du, wie lange du noch an dem Gerät, also ob du das, planst du das noch länger zu benutzen? Ich müsste vielleicht auch, ich muss nicht zwingend an das Gerät, ich dachte auch, ich kann eigentlich, glaube ich, ein anderes Gerät, ich glaube, ich muss die Übung gar nicht, weißt du, wo die Sauna ist? Ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du weißt, wo, bitte hau mich nicht. Und du? Guckst mich nur an? Du guckst mich einfach nur, alle gucken in meine Richtung. Alle im Studio gucken. Mein Leben zieht um einen Zeitraffer an mir vorbei und über mir kreisen zwei Geier. Keine Ahnung, wie die hier reingekommen sind, aber du guckst mich einfach nur an und nach einer gefühlten Ewigkeit sagst du, ich muss nur noch einen Satz machen. Dann kannst du dran. Und zwar voll gerne. Ich bin übrigens Klaus. Und zitternd und mir vor akuter Sweetness auf die Lippe beißend, platzt aus mir ein, komm mal her, Klaus, komm mal her, lass dich mal drücken und ich umarme ihn. Ich komme nicht ganz rum in den Arm, ich versuche ihn zu umarmen. Ich küsse ihm seine schwitzige Glatze, ich weiß nicht, warum ich das tue, es fühlt sich einfach richtig an in dem Moment. Und dann flüstere ich ihm ins Ohr, Mama, ich habe so schlecht über dich geredet, Klaus. Ich habe so schlecht über dich gedacht, aber das ist jetzt Schluss, das war's. Klaus, hör mir zu, du bist was ganz Besonderes. Und dann sehe ich nur noch seine Stirn rasch in Richtung meiner bewegen und dann wird alles schwarz. Jetzt fange ich an zu reden über dieses, über jenes, aber nichts ergibt mehr Sinn und ich habe den fiesesten Schädel. Da ist sein Gesichtsabdruck, wo mein Kopf mal war. Hoppala, mach dich niemals lustig über Stotterer. Dankeschön. Sören Gundermann! David Friedrich! Ja. Bleiben wir stehen? Ja. Ja, ne? Wann warst du das letzte Mal im Fitness? Nächste Frage. 1995. Ja, ich auch. Genau. Das passt doch. Ich. Mach du doch einfach die Anmoderation jetzt. Ja. Ich bin noch ein bisschen am Schwitzen. Du bist noch im Fitnessstudio. Mhm. Ja, unser nächster Gast, auf den ich mich wirklich sehr freue, ist zweifacher deutscher Fernsehpreisträger. Wir kennen sein Gesicht seit vielen Jahren aus wirklich lustigen Serien und anrührenden oder amüsanten Komödien im Fernsehen oder im Kino. Ich freue mich sehr, dass er zu uns gekommen ist. Wir reden einfach über alles, über die Liebe, das Leben, die Politik. Ganz einfach so. Walter Sittler, herzlich willkommen.
Ja, unsere Band. Ein Song der Band Chicago. If You Leave Me Now. If You Leave Me Und Now. Das geht ja ein bisschen auf unsere Thematiken, weil wir wollen eigentlich über alles reden. Du bist amerikanischer Staatsbürger. Ich bin einer von diesen Doppelstaatsbürgern. Ja, also ich darf in Chicago beiden Ländern, geboren, ja, deshalb hier diese Anspielung. In Chicago geboren, ich darf in Amerika wählen, ich wähle hier und ich tue das auch leidenschaftlich. Wie viele US-Amerikaner steckt noch in dir drin? Bist du irgendwie häufiger dort? Fährst du da manchmal, hast du noch Familie Schwer da? Zu sagen, also wenn ich in Amerika bin, ich war jetzt schon länger nicht da, aber wenn ich da war, dachte ich immer, ich kenne mich hier aus, was natürlich überhaupt nicht stimmt, aber dieses Gefühl ist auf einmal da. Und wenn ich bin schon relativ, wie würde ich sagen, durchdeutscht, weil ich hier ja aufgewachsen bin und Schule und mit Familie. Mit 5 Jahren hergekommen, oder? Knapp 7. Ach so. Ich war also schon fast erwachsen. Und deine Eltern sind deutschstämmig gewesen? Meine Mutter ist deutschstämmig, mein Vater ist deutschstämmig in der 4. Generation. Also, also sein Vater ist in Amerika geboren und er ist in Amerika geboren und sein Großvater auch. Okay, wow. Dann ist es schon ein US-Amerikaner gewesen. Ja, ja, inzwischen, glaube ich, ist man da nicht mehr so sicher. Donald will das ja alles ändern. Okay. Hat der auch. Ja, aber der will alles ändern. Bevor wir jetzt direkt wieder mit der Politik anfangen. Nein. Du kommst heute aus Stuttgart, aus dem Raum Stuttgart hierher. Ja. Also bist quasi vor dem EM-Spiel dort weggeflogen. Ich bin rechtzeitig hierher gekommen, genau, damit ich hier noch die erste Halbzeit gucken kann. Ah, okay. Also okay, schon. Sehr gut. Fußball interessiert dich schon. Ja, so, ich bin nicht ein wahnsinniger Fan, aber schon, ja. Doch. Und was für Emotionen hast du, wenn du jetzt in Stuttgart am Hauptbahnhof generell bist? Ich habe gar keine, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich sehe das Chaos und denke mir, was soll man da machen? Wie ist denn die aktuelle Lage gerade? Weil das letzte Mal, als ich da war, hat sich ja immer verlängert. Am Anfang hat man so 20 Minuten gebraucht, dann 30. Und jetzt, letztes Mal bin ich, glaube ich, 45 Minuten gegangen, bis ich von der U-Bahn zum Gleis... Also das Schöne war ja, dass ein FDP-Politiker 2007 gesagt hat, das wird die größte Baustelle Europas und der Bürger wird nichts davon merken. Ja. Der Bürger nicht, aber ja, ohne Scheiß, das hat er gesagt. Ja. Ja. Und es ist ein sehr komplizierter Bau, sehr, sehr komplex und wir werden da einen wirklich weißen neuen Bahnhof haben, der zu klein ist. Ja. Das wissen auch alle, ja, und sie versuchen irgendwie das hinzukriegen und das klappt jetzt gerade nicht. Also sie verschieben jetzt die Eröffnung auf 2026, weil sie nicht fertig werden, was auch richtig ist. Und sie wollen wir sind ein digitales Pilotprojekt. Natürlich. Nur es fehlt das Geld, um das auszuführen. Ja, es fehlt das Geld und es fehlen auch die Firmen, um die Sachen zu liefern. Genau, also, die müssen es erst finden. Es ist ein bisschen schwierig alles, aber wir haben ja oben noch 14 Gleise, also es geht schon noch. Aber das irgendwann kann man dann auch sagen, ich bin in 4. Generation Stuttgart 21 Beobachter und kann das mal gucken. Also ich habe neulich fast geweint, als ich da ausgestiegen bin, weil ich jahrelang mit dem Auto nach Stuttgart gefahren bin. Dummerweise diesmal nicht, weil ich nur eine blaue Plakette habe, habe ich gedacht, muss ich das Auto... Aber es fahren Züge aus Stuttgart und nach Stuttgart. Das ist wirklich so. Ich bin dann auch wieder weggekommen am nächsten Tag. Ja. Aber ich kenne eben auch noch den schönen alten Bahnhof. Aber ja, der ist vernachlässigt worden und dann hat man das halt so gemacht. Was ist denn passiert? Jetzt ist das Desaster da und die Steuerzahler werden es bezahlen und so ist es. Ja, aber leider. Wohnt ihr im Kessel oder oben? Wir wohnen weit genug weg vom Bahnhof. Auf halber Höhe. Aber es ist schon so, dass man ein bisschen Aussicht hat. Und, schon ein bisschen Aussicht. Und außerdem ist Stuttgart, ich meine, man redet immer von Kessel. Andere Städte würden ihren Hügeln angeben. Ja. Ja? In Stuttgart sagt man Kessel. Warum eigentlich? Ja. Ich weiß nicht. Ich mag Stuttgart nicht. Ich möchte auch gar nicht jetzt weiter über... Ich weiß, ich habe Stuttgart nie gemacht. Du, ich habe da eine ganz sentimentale Beziehung, weil mein unehelicher Großvater aus Stuttgart kam. Ja. Meine Großmutter war eine emanzipierte Frau. Man kann sehr gut in Stuttgart leben. Wir haben viele Theater, 13, 14 Theater. Wir haben gute Museen, wir haben tolle Oper, wir haben tolles Ballett. Und man kommt nicht weg. Die Gegend ist wunderbar. Es gibt guten Wein, es gibt gutes Essen. Ja. Es gibt, also dass die Stuttgarter geizig sind, stimmt nicht ganz. Sie geben schon gerne Geld aus, aber es muss nur für Gutes sein. Ja. Und deswegen, der Bahnhof kann nicht aus Stuttgart kommen. Ja. Das müssen andere gemacht haben. Das auf jeden Fall. Nein, ich will das auch gar nicht, das ist einfach nur ein persönlicher Geschmack. Ja, nee, ich möchte darüber gar nicht leben, aber gar nicht reden. Das Ding ist, du wohnst dort mit deiner Frau und die Kinder sind jetzt alle schon außer Haus. Ja, schon lange, die tun schon lange nicht mehr, was wir ihnen sagen. Ja, das heißt ja nicht. Ist auch gut so. Nein, das ist gut so. Das heißt, aber das ist jetzt, also darum geht es jetzt auch so ein bisschen, wie das Leben ist, wenn die dann alle weg sind. Wie viel Zugriff hat man überhaupt noch? Hast du das Gefühl, dass du da alles in die richtige Bahn gelenkt hast, sodass die ihren Weg gehen? Ich behaupte ja, man versucht zu lenken am Anfang
Und sobald sie im Kindergarten in der Schule sind, ist das mit der Lenkung sehr schwierig, weil so viele Einflüsse von außen kommen. Und man hofft halt, dass sie die richtigen Freunde haben, wo das Leben gut wird für sie, wo sie anerkannt sind, wo sie Anerkennung bekommen. Und das hat, soweit ich das beurteilen kann, ganz gut funktioniert, aber wir haben da keine Schnitte mehr drin. Mir war wichtig, eins noch ganz kurz, mir war nur wichtig, wir wollten immer, dass die Kinder gerne nach Hause kommen. Und das ist heute noch so. Ja. Insofern kann es nicht ganz falsch gewesen sein. Also würde ich mal sagen. Warst du denn ein anwesender Vater durch deinen Beruf? Ich war beim Theater natürlich sehr viel anwesend, weil ich manchmal die viele Proben, manchmal wenige. Gut, das kriegt man natürlich in der Republik nicht so mit. Nee, da ist und natürlich dann, die Fernsehpräsenz. Also beim Fernsehen war es dann so, da war ich dann oft während der Woche weg und nur am Wochenende da. Mhm. Aber auch heute sagt meine älteste Tochter zum Beispiel, sagt, ich weiß schon, dass du weg warst, aber irgendwie warst du da. Also ich habe auch immer der Produktion gesagt, wir können über alles reden, nur nicht über Heimfahrten. Wenn ich nicht heimfahren darf, komme ich nicht. Und also, das hat sich sehr gelohnt übrigens. Bei meinen Kindern war es umgekehrt. Ich war zwar immer da, aber immer im Theater. Also Schmidt war gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Und die haben das Gefühl gehabt, ich war nie da. Was hast du falsch gemacht? Ja, weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Die ersten 6 Jahre habe ich sie immer noch zum Kindergarten und zur Schule gebracht und dann wurde ich abgelöst und dann habe ich eben lange geschlafen, weil ich nachts bis 3 Uhr im Theater war. So war das eben. Nee, wir hatten auch, also meine Frau war zu Hause, aber sie war nie war nie nur Hausfrau, was mit 3 Kindern eh schon ein voller Job ist, sondern hatte immer ihre anderen Aktivitäten nebenbei, in denen ich auch involviert war. Und deswegen, als die Kinder dann gingen, wo man denkt, jetzt empty nest, ja, die sind innerhalb von eigentlich 15 Monaten, waren alle 3 weg, das hatten wir nie. Weil dann hatten wir plötzlich ganz viel Zeit für das, wofür wir sonst immer zu wenig Zeit hatten. Und das ist ganz schön. Zum Beispiel? Unsere Filme zum Beispiel. Wir machen seit vielen Jahren die Dokumentarfilme. Jetzt gerade wird ein neuer Film geschnitten. Ich kann eigentlich gar nicht hier sein. Weil ich müsste eigentlich im Schneiderraum sitzen. Aber schneidest du selber? Das war mir zu wichtig, hierher zu kommen. Ja. Schneidest du selber? Nee, sie schneidet. Okay, aber sie schneidet. Nee. Worum geht es diesmal? Diesmal geht es um junge Frauen und Mädchen in der Welt. Wir wollten Sie fragen, wie es Ihnen geht in dieser Zeit, wo es für die Frauen schwieriger wird, was ich ganz schrecklich finde, ehrlich gesagt. Und wir haben 6 Mädchen, Filme gemacht von 6 Mädchen, ein Transgender-Mädchen in Chile, eine junge Mutter in England, eine 16-Jährige, eine junge Frau in Südkorea, die sich nicht operieren lassen will, keine Schönheit machen will, ein Mädchen, was von der Beschneidung davongelaufen ist in Tansania, ein Mädchen in Serbien, die als Mädchen, nachdem sie in der Schule war, abgeschoben worden ist, über Nacht und jetzt einfach davon erzählt. Und ein jesidisches Mädchen, die im Rahmen der 1000 Frauen, die nach Baden-Württemberg kommen konnten 2015 und jetzt 14 ist und einfach erzählt, wie das ist. Ich habe jetzt schon 80 Minuten gesehen, Rohschnitt, und es ist wirklich, ich finde es wunderbar. Klingt, ich bin nur der Produzent, ich muss nur das Geld dran schaffen, was schwer genug ist. Als du eben sagtest, die Situation wird für Frauen und Mädchen schwieriger, wollte ich eigentlich einhaken, aber wenn du diese Einzelschicksale jetzt erzählst, dann ist es klar, dass es überall auf der Welt immer noch so ist. Also allein das Erschaudern, wenn ich das Wort Beschneidung höre, was ja wirklich ein großes Thema ist. Und sie ist eine 15-Jährige und sie erzählt einfach, was das heißt. Und ist gar sie gekommen? Bitte? Ist sie entkommen? Die ist bis jetzt entkommen. Also diese Hilfsorganisation, die machen eine Rückführung zu den Eltern, aber begleitet. Weil sie sagen, es ist besser, wenn sie ins Dorf zurückgehen. Und sie sagt selber, ich bin jetzt erwachsener als früher. Sie hätte beschnitten werden sollen, ist weggelaufen. Ja. Und sie weiß, wo die Polizei ist. Wir hoffen, dass es reicht. Ja, und man darf nicht vergessen, auch in Deutschland werden noch Mädchen beschnitten. Ne? Ja, eine der Ex-Frauen von Oskar Lafontaine war da sehr engagiert, Frau Müller. Ja, und das macht so viel, bei allem Drama macht es so viel Freude. Auch das junge Mädchen, die das Kind bekommen hat in England, die ist so klar und so deutlich. Und dann erzählt sie auch, früher, als ich dann meinen ersten Freund hatte, hat meine Mutter gesagt, wenn du was mit dem Jungen machst, dann du nimmst doch etwas, du passt doch auf. Und dann hat sie gesagt, damals dachte ich, naja, ich bin jung, da wird schon nichts passieren. Und dann sagt sie, vielleicht hätte ich besser zuhören sollen. Ja, aber wenn Mama so unkonkret bleibt. Ja, und es ist ja auch so, wenn man gesagt bekommt, was man tun soll, macht man das Gegenteil. Natürlich. Das ist immer so. Hast du dann bei deinen eigenen Kindern die umgekehrte Psychologie angewandt? Sag nochmal. Hast du bei den eigenen Kindern dann die umgekehrte Psychologie angewandt und immer gesagt, ja, nehmt Drogen? Ich habe als junger Vater auch nicht alles gewusst. Nein, das haben wir. Wir haben
ich glaube, das Entscheidende ist als Eltern das Vorbild, das du bist. Es ist nicht so wichtig, was du sagst. Es ist wichtig, wie du lebst und was du tust, wie du mit anderen Menschen umgehst. Das ist das Entscheidende. Ja. Und wir sind, ob wir es wollen oder nicht, wir sind Vorbilder für die Kinder. Es ist so. Ist so, ja. Und Lehrer sind das und Politiker sind das. Und manche nehmen diese Vorbildfunktion. Das ist übrigens auch nicht anstrengend. Politiker sind das? Hast du das auch gesagt? Sollten Vorbilder sein. Für ja. Kinder? Für alle. Ja, nee, klar, das auf jeden das Fall. Das heißt nicht, dass sie Heilige sein müssen, überhaupt nicht. Aber sie müssen einfach wissen, was sie tun und was das für Auswirkungen hat. Mhm. Und wenn man eine politische Einstellung hat, die, sagen wir mal, eng ist und ein bestimmtes Frauenbild zum Beispiel befördert, dann schadet man der Gesellschaft. Ja. Und das ist blöde. Und das sollte man wissen, das sollte man vermeiden. Ja, das ist auf jeden Fall. Nun gibt es ja keinen Elternführerschein. Eigentlich wollte ich noch mal nach dem Film fragen. Produziert ihr mit dem selbstgewählten Thema und bietet dann an oder wird das im Auftrag gemacht? Wir haben eine Episode ist im Auftrag vom ZDF, die anderen selber. Wir haben Filmförderung, wir haben eine GmbH, wo wir Geld einsammeln, die dann in diese Filme gehen. Und der Film 2017, der erste lange Dokumentarfilm, das war der erfolgreichste Dokumentarfilm 2017 mit über 60.000 Zuschauern. Wo jeder sagt, 60.000 für einen deutschen Dokumentarfilm? Mhm. Ja, eben. Das funktioniert. Und ist der noch in einer Mediathek zu sehen? Ja, man kann die 199 kleine Helden kann man erwerben, die kann man sehen, kann man kaufen, ist nicht besonders teuer. Also es ist doch, es kostet Geld. Sie müssen zahlen. Ja. Aber die kann man sehen, es gibt es auf Vimeo und dann kann man die auch alle laden und haben für sich selber. Es ist also nicht gestreamt, sondern man kann streamen oder laden. Ja. Verstehe. Und das kommt alles dem neuen Film zugute. Also klar. Eine ehrenwerte Arbeit, ja. Ach, das klingt immer so ein bisschen zu ehrenwert. Nee, ich sag sowas und ich meine es dann auch so, ohne irgendwie. Nee, es macht unglaublich viel Spaß und es ist so bewegend, diese Geschichten zu sehen, wenn man die dann zusammenschneidet, wie das dann ist und dieses Bild von der Welt, was man bekommt. Und unser Antrieb war auch, ein Teil davon, den jungen Leuten zu zeigen, wie reich die Welt auch ist. Mhm. Und wir haben kein einziges Kind gefunden, nicht in unseren 37, die wir jetzt haben, Auch wenn die Situation furchtbar war und arm und alles, die gesagt hat, ich will weg. Hm. Nicht ein einziges. Und alle haben eine Klarheit im Reden und haben irgendwie eine Würde. Ja? Das ist ja so ein Phänomen, dass manchmal Kinder aus den elendesten Situationen herausgehen können. Ob in den Favelas in Brasilien oder in irgendwelchen anderen Elendsvierteln. Das ist aber auch vielleicht eine Möglichkeit, die jedes Kind hat. Ja, ich behaupte, wir behaupten immer, wir können über jedes Kind einen schönen Film machen. Weil jeder ist besonders. Und diese ganze Hierarchie, die wir haben, auch in Deutschland, bessere Berufe, schlechtere, Müllmann ist nicht so gut wie ein Taxifahrer und ein Arzt ist viel besser als eine Krankenschwester, ist alles Quatsch. Mhm. Ist einfach Unsinn. Na, die Erfüllung im Beruf selber. Wie mache ich meinen Beruf? Ja. Ja, darum geht es. Und die Anerkennung des anderen gegenüber. Und wenn man lang genug hinschaut mit jemandem, der einem sein Leben erzählt, dann hört das mit diesem, dass die weniger sind oder mehr, was wir ja alle in uns drin haben, wir Deutschen. Mhm. Also, ich bin ja selber Deutsch, ja. Und wir sind schon irgendwie besonders so. Nicht wirklich, doch, nein, doch. Ja. Jeder ist Mensch ist was Einzelnes. Ja, dass man das einfach mal unterlässt. Und kann es sein, dass diese Affinität auch für die Förderung solcher Kinder und Jugendlichen, daher stammt, dass du aus einer so kinderreichen Familie stammst? Ich wollte genau diese Überleitung jetzt machen. Also ich hatte dezent anders. Sieben Geschwister, ne? Ja, also wir waren acht, jetzt sind wir noch sechs. Also, ja, ich bin der Jüngste von acht. Also ich bin auch nicht mehr 22. Aber wart ihr nah aneinander? Also wart ihr wirklich zeitweise acht gleichzeitig zu Hause? Mein ältester Bruder ist 11 Jahre älter als ich. Okay. Also wir sind in 11 Jahren 8 Kinder und kein Zwilling dabei. Und alles eine Mutter und ein Vater. Ne? Respekt für die Mama. Ja, und eins muss man so sagen, die ersten vier Kinder im Krieg. Und zwar 41, 42, 43, 44. Aber stabil. Also nein, in Deutschland. Ach, die sind... In Berlin. Ja? Wow. Meine Mutter ist 1945, ist sie aus Berlin, am 12. Februar aus Berlin durch Dresden weggefahren. Einen Tag später und es säße jemand anders hier. So ist es. Ja. Da glaubst du an Schicksal. Wahnsinn. Ja. Und wie ist das? Also ich habe auch gelesen, du warst eine Zeit lang im Internat. In drei Internaten. Ja. In meiner Kindheit war das so, dass
eigentlich nur die Leute auf dem Internat waren, die eigentlich richtig schlimme Bengel waren, sage ich mal so. Also dass eigentlich da die Kinder hingeschickt wurden, wo die Eltern gesagt haben, ach, ich, nee, hier ist Hopfen Malz verloren. Wer gehört doch Salem dazu? Ja, ja, oder? Salem. Da sind auch Gurken, mein Lieber. Ja, ja, also, mein einer Sohn war auch auf einer Privatschule. Was da für Gurken nein, waren? Ich bin einmal, also wir hätten nicht geschickt werden können, weil wir uns gar nicht leisten konnten. Wir hatten gar nicht das Geld dafür. Ich musste erst mal auf ein Internat, weil mein Vater hatte eine Stelle bekommen in Regensburg. Wir wohnten in Bayern, im Süden von Bayern. Und meine Mutter musste ein halbes Jahr in ein Krankenhaus gehen, wegen weiblicher Dinge, die sie mir leider nie erzählt hat. Das wüsste ich gerne, ja, einfach weil ich gerne weiß, was los ist. Und dann kam ich auf ein Internat in Berchtesgaden auf dem Berg, was sehr schön war. Also wir sind hauptsächlich berggestiegen und Ski gefahren. Ich habe schon was gelernt, oder? Ja. Ich weiß es nicht, ist auch egal. Und dann meinte mein Vater, das sei nicht gut genug. Und dann, ich war vorher noch in Stuttgart kurz im Internat. Und dann, mein Bruder war schon in Salem und sagte, Salem ist vom Curriculum her die viel bessere Schule. Und da musst du jetzt hin. Und ich war nicht einer, der gesagt hat, mach ich nicht. Ich war kein Widerspruchsgeist. Wahrscheinlich auch, weil wir so wahnsinnig oft umgezogen sind. Man musste immer schauen, wo man bleibt. Als Jüngster, ja. Du konntest nicht irgendwie sagen, mach ich nicht. Das gab's nicht. Und das hat den Vorteil, dass man sehr viel Disziplin mitbringt für alles Mögliche. Disziplin ist schön und schädlich zugleich, kann ich nur sagen. Ja. Wirklich, ist es auch. Du unterstützt SOS Kinderdörfer, habe ich gelesen. Schon lange, ja. Hat das auch mit dieser großen Familie zu tun und mit dem Gefühl, Geborgenheit herstellen zu können und zu wollen? Es hat damit zu tun, dass die Kinder die Zukunft sind. Die müssen die Welt weiterführen, wenn wir nicht mehr können. Das heißt, wir müssen sie so gut ausbilden und so gut vorbereiten und ihnen alle Möglichkeiten geben, damit sie es gut machen können. Und nicht sie klein machen und nicht sie durch irgendein Schulsystem durchdrücken und sagen, ihr müsst aber Anwalt werden und du musst das werden und du musst das werden und Kunst ist blöd, Fußballer kannst du auch noch werden. Aber wer wird schon erfolgreicher Fußballer von den 100.000? Ich wäre, also mein Handvoll. Knie hat leider. Also ja, du wärst ein toller geworden. Fußballer. Ja, ja, nee, klar. Ich hätte heute gespielt gegen, ja klar. Du würdest wahrscheinlich heute Abend also gespielt haben. Ich will einmal kurz, ohne mich zu erheben, erklären, SOS Kinderdörfer sind, ja, Dörfer, in denen Familienverbände leben, aber die nicht so gewachsen sind wie in anderen Familien. Das heißt, es gibt eine Mutter. Oder ein Vater auch. Jetzt auch. Ja, also, ja. Ah ja, früher mussten die alleinstehend sein. Meine Mama hat sich nämlich mal beworben und war verwitwet. Und die betreuen bei denen oder bilden eine Familie mit auch 6 bis 8 Kindern. 6, 8, manchmal 10. Ja. Überall auf der Welt. Also es ist wirklich überall. Und das sind Waisenkinder oder ja, eigentlich immer Waisenkinder. Und das funktioniert ganz gut. Also ich war in St. Petersburg, war Mainz und die mussten leider damit aufhören, weil sie nicht mehr wussten, wo das Geld hingeht. Das ist durch diese Invasion in Russland sind die Kanäle nicht mehr gut. Ja. Und jetzt wird das Kinderdorf nicht mehr unterstützt in St. Petersburg, sondern ist in Kirgisistan. Gut, Kirgisistan, warum nicht? Kann man auch hingehen, ist auch schön. Ja, warst du schon mal da? Nein, noch nicht. Okay, weil du gesagt hast. Man kann gerade nicht so gut durch Russland reisen, das ist keine gute Idee. Okay. Also nicht für uns. Na gut, dann nicht. Natürlich wäre es vielleicht noch schöner, wenn diese Alleingelassenen, durch welche Umstände auch immer, Kinder adoptiert würden in eine Familie, die bewusst und gewollt so entsteht. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass Paare gar nicht so gewillt sind, fremde Kinder in Anführungsstrichen anzunehmen oder wenn, dann nur die ganz Kleinen. Es ist auch sehr schwierig. Also wir haben allein in unserem Bekanntenkreis eine Familie, die selber keine Kinder kriegen konnten. Mhm. Die haben 2 adoptiert und das war unglaublich schwierig. Sie haben es so gut gemacht, wie sie konnten und beide sind auch was geworden irgendwie. Mhm. Aber es war wahnsinnig anstrengend. Einfach weil die Geschichte, die sie mitbringen, die bringen sie ja mit, egal ob sie jetzt 3 Monate alt sind oder 2 Jahre, die Geschichte ist drin. Und meine Tochter kam zu uns, als sie 3 war und da knackt sie heute noch an dem, was vorher war. Ja. Nein, und ich finde auch, man muss die Kinder nicht dauernd hutschen, das meine ich gar nicht, aber ihnen helfen, das zu werden, was sie sind und nicht das zu werden, was wir glauben, dass sie sein sollen. Was angelegt schon ist, ja. Ja, und das ist so schön, wenn das dann passiert. Ich sehe das an meinen eigenen Kindern, ich habe doch auch nicht gewusst, was die werden. Nee. Ich habe neulich mal überlegt, also ich habe bei meinem Großen einen Fehler gemacht, ich habe den nicht als Baby behandelt, sondern als mein Mini-Me. Also wie gesagt, kein Elternführerschein. Das rächt sich heute noch, wo der fast 40 ist.
weil da fehlt was. Das habe ich nicht gekonnt. Bei zweiten wusste ich es anders. Und ich hatte selber auch keinen Vater und das, in dem Sinne konnte ich das nicht so sein. Aber dann habe ich mich bemüht, Freund zu sein, weil ich nicht das andere sein konnte. Und das ist auch nicht das Richtige, habe ich festgestellt. Ich glaube, wir müssen die Vater- und Mutterrolle nochmal neu sortieren, auch gerade unter den heutigen Umständen, um eben, wir können nicht die besten Freunde sein. Nee, es müsste auch positiv konnotiert werden wieder, nicht negativ. Ja. Mutter hat so, es ist schon schön, man hat auch gern eine, aber Mutter sein, geht so. Ja, es ist nicht irgendwie, so Fußballspieler ist, Baseballspieler ist schon irgendwie, klingt besser, ne? Aber Mutter ist was ganz Tolles, wirklich. Es ist was Tolles. Wenn man, und wenn ich dann zum Beispiel eine ohne die Politik, nur ganz kurz, eine Partei höre, die sagt, die sollen wieder so sein, wie sie wollen, dass sie sind, zu Hause bleiben und mehr Kinder kriegen, weil damit man keine Migration braucht, dann kann ich sagen, Leute, ihr seid auf dem falschen Planeten. Das kann gar nicht sein, das kann gar nicht funktionieren. Also Vögeln fürs Vaterland, Entschuldigung, so geht das nicht. Ja. Wohl wahr. Aber wenn wir schon dabei sind, ich finde es nämlich, kleines Zitat, du hast mal gesagt, wir brauchen starke Kinder, aus denen starke Erwachsene werden, denn sie werden eines Tages Probleme lösen müssen, die wir heute noch gar nicht kennen. Ja. Und also würde ich so unterschreiben, aber gleichzeitig ist es ja so, dass man so eine gewisse Arroganz teilweise hat gegenüber jungen Menschen, die politisch sind, die sich politisch stark machen. Man hat eine gewisse, also man hat so das Gefühl, dass, dass ja, die Leute, die nicht ernst genommen werden. Jetzt, ich rede jetzt von Fridays for Future oder sowas. Ja. Wie kann man da, also wie ist da deine Haltung zu und wie kann man Kinder und Jugendliche quasi politisch mündig machen und mit teilhaben lassen dass das Ganze besser klappt, als dass die sich jetzt auf die Straße kleben. Diejenigen, die sich wirklich äußern, wissen genau, was sie sagen. Die kennen sich aus in dem, was sie sagen. Ein großes Defizit ist die mangelnde Demokratiebildung in der Schule. Was bedeutet Demokratie eigentlich? Also Herr Diekmann hat gesagt, wir zeigen der Welt, wie uneinig wir sind. Ja, Demokratie lebt von Diskurs. Davon lebt es. Wenn es keinen Diskurs gibt, gibt es keine Demokratie. Weil die Demokratie besteht aus lauter Minderheiten. Überall sind nur Minderheiten. Wir haben keine Mehrheit. Innerhalb gesetzter Regeln. Und, das bedeutet, den Respekt für den anderen, den Respekt für jemanden, den man nicht versteht, einfach zu haben. Und Demokratie ist nicht nur zur Wahl gehen. Das ist ein entscheidender Punkt der Wahl. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist das, wie wir leben. Jeder von uns beteiligt daran, wie sich die Demokratie anfühlt in der Wirklichkeit. Jeder. In seinem ganz kleinen Kreis oder großen Kreis. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, also alle sind da gleich. Und das wird nicht gemacht und das leben sie auch nicht vor. Sondern es wird sehr viel wird geguckt, wie kann ich an die Macht kommen, wie macht der das? Also einige gucken sich bei Trump was ab, der nur lügt, ja, dummes Zeug redet und übrigens überhaupt nicht tut, was er sagt. Das muss man dazu sagen. Das war eine falsche Aussage von Herrn Diekmann. Wenn man schaut, was er gesagt hat und was er gesagt hat, ich mache zum Beispiel, ich werde 6 Stahlwerke eröffnen. Ja, dann guckt man mal nach. 1 wurde wieder angefahren. Das war alles. Aber er gibt an wie Graf Koks. Ja? Also und es ist wichtig, dass diejenigen, die Demokratie repräsentieren, die wir wählen, das sind nämlich unsere Angestellten. Das muss man sich immer wieder klar machen. Die Politiker sind unsere Angestellten und sind nicht unsere Herrscher. Sie kriegen Macht für begrenzte Zeit. Und das ist auch wichtig. Ja. Du siehst unsere rote Lampe. Ich habe aber eine Frage. Aber wir wollten, auch gerne noch weitermachen. Bitte. Ja, bitte. Nein, also bei mir, ich wollte jetzt einen Bogen spannen zu unserem letzten Gast aus der ersten Hälfte. Wenn du jetzt zu dem Thema noch was sagen willst, dann würde ich das nicht anschieben. Okay, weil 39 Jahre sind Sie jetzt verheiratet, ist richtig? Das ist richtig. Habe ich richtig recherchiert, ne? Ja, richtig. Ich habe gar nichts recherchiert. Und es ist noch nicht genug. Es ist noch nicht genug. Nee. Oh, wie das toll! Weil ich wollte jetzt den Bogen spannen zu Roy und Siegfried. Und Siegfried hat ja sehr, sag ich mal, negativ von seiner Ehe erzählt. Er wollte einen Lacher haben. Ja, ich weiß, er wollte einen Lacher haben. Aber warst du jemals ein bisschen Siegfried? Hattest du ab und zu, wolltest du mal wegrennen? Oder was ist das Geheimnis, dass du sogar sagst, es ist noch nicht genug? Ich habe, also das eine Geheimnis ist, man muss einfach Glück haben, den richtigen Partner oder Partnerin zu finden. Das ist auch Glück.
Das andere ist, dass man, als ich geheiratet habe, da war ich 32. Mhm. Ich hatte schon auf die Nase bekommen, gehörig. Und man weiß, es gibt erstens keine Prinzen, es gibt keine Prinzessin. Das ist sinnlos, das zu suchen. Das ist auch nicht abendfüllend. Mhm. Sondern man muss die Frau angucken, die da ist. Und wenn ein Partner oder Partnerin kommt und der Ja sagt und Ja meint, das ist erstmal erschreckend. Ja, wirklich. Ja. Ich war das nicht gewohnt. Was heißt ja. Hier? Ja, entschuldige mal. Ja. Sonst heißt es immer Ja, vielleicht. Ja. Aber die meinte Ja und sie hielt sich dran. Und das ist wie ein, da kommt man in ein Haus, da lebt jemand drin. Mhm. Das gebe ich doch nicht auf. Tom Waits hat gesagt, da wo jemand drin lebt, das ist ein Palast. Was hat man davon, wenn da keiner drin lebt? Ja. Ja. Und sie war für mich einfach die Richtige. Ich kann es nicht anders sagen. Und ist es immer noch? Ist es immer noch. Bleibt auch so. Wie schön. So was wünschen wir uns alle. Ja, ja, ich... danke. Ich glaube, ich werde im Anschluss an die Veranstaltung gleich mal eine kurze Nachricht an meine Freundin schicken. Aber wie gesagt, es gehört auch viel Glück dazu. Und durchhalten, einfach durchhalten. Ja. Manche Tage sind gut, manche sind nicht so gut. Na und? Manchmal komme ich morgens, sehe ich in den Spiegel und denke, nee, nicht der schon wieder. Ja? Und andere Tage denkt man, ja, ist schon okay. Ja. Ja? Und ich kenne mich doch selber nicht gut genug. Wie soll ich denn mein Gegenüber gut kennen? Ich kann nur schauen, wie interessant ist das denn? Ja? Aber ich muss sagen, es ist wirklich schon okay. Also passt. Ist okay? Ich bin extra zum Friseur gegangen heute. Ich dachte, ich echt? Ja, also, ja, in Berlin. Und in Berlin. Sag mal, bist du extra für uns hergereist? Ja. Wow. Ich fahre morgen wieder. Fahren wir morgen zusammen im Zug. Wann fährst du denn? Schon 8.40 Uhr oder so. Ich fahre 7.30 Uhr. 7.30 Uhr, du bist ja verrückt. Ich bin kein Spätaufsteher, wie mein... Wie du. Wir haben uns sehr gefreut. Ich glaube, da kann ich von uns beiden sprechen. Ja, sehr schön, vielen Dank. Es gibt natürlich, man kann nach wie vor, weil wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, der Kommissar und der See. Eine Folge ist, glaube ich, schon gelaufen. Es sind zwei oder gelaufen, die dritte läuft jetzt im Herbst, jetzt den vierten drehen wir im Herbst und den fünften drehen wir nächstes Jahr. Und 29 Mal lief der Kommissar und das Meer. Ja. Und diese 29 werdet ihr bestimmt auch noch machen. Deswegen frage ich mich, also die Mordkommission sollen mich fragen. Ich weiß von vornherein, wer der Mörder ist. Ja, er weiß es. Er weiß es. Ein riesigen Applaus, ja, bitte. Vielen Dankeschön. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Dankeschön. Dankeschön, war schön. Danke dir sehr. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Viel Glück euch. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Sigmar. Ich freue mich jetzt zum Ende unserer Talkshow ein Duo auf die Bühne zu bitten. Wer bei uns schon häufiger war, und das sind ja eigentlich fast alle, weiß, dass wir immer auch irgendwas mit Musik noch haben, einen musikalischen Gast, und wir haben ein Duo, die auch Musik machen, aber wir wollen natürlich zu Beginn trotzdem erstmal mit ihnen reden. Vor allem darüber, was es eigentlich mit dem Namen zu tun hat, denn diese Band heißt MTS, und da habe ich einmal gesehen, dass ich hieß mal Mut, Tatendrang und Schönheit, aber auch mal männlich, temperamentvoll und schnuckelig. Heute sagen sie, es ist eher makaber, taktlos und saubere Lieder. Einer heißt Thomas Schmidt, der andere heißt Frank Sültemeier. Gemeinsam sind sie MTS. Applaus bitte! Erstmal Kompliment an das Hemd. Was hat Jürgen von der Lippe gesagt, als du es ihm geklaut hast, und gibst es ihm zurück? Nee, er redet immer vom Essen, und über Hemden haben wir nie geredet. Okay. Schön, dass ihr da seid. Klärt uns doch mal ganz kurz auf. Also ich glaube, MTS hatte ganz ursprünglich eine andere Bedeutung als männlich, temperamentvoll und schnuckelig. Ja, das war so eine Biertisch-Idee. Also das waren eigentlich die Abkürzung der Nachnamen der Gründungsmitglieder. Melzer, Treichel und Schmidt, wovon nur noch ich übrig geblieben bin. Schmidt. Genau. Na, einfach nur, um das klarzustellen. Und wir hießen auch erst Melzer, Treichel und Schmidt, bis einer gesagt hat, das ist kein Name, das ist eine Kurzgeschichte, passt auf kein Plakat. Und dann haben wir es, wie gesagt, in ein Glas Bier
Geschäft getroffen und irgendjemand kam auf die Idee, das mit MTS abzukürzen. Das war in der DDR eine sehr bekannte Abkürzung, die hieß nämlich Maschinentraktorenstation. So ich hätte auf was Medizinisches getippt. Ja. Es gibt heutzutage tausende MTS, unter anderem auch medizintechnische Scheiße. Irgend so, was so Maschinentraktorenstation? Station, ja, ja. Ah, okay. Das waren damals in der zwangskollektivierten Bauernschaft, die konnten sich dann auch Traktoren ausleihen und Maschinen und so. Und wenn wir jetzt zur Veranstaltung kamen, die Leute haben gesagt, wie heißt die wieso heißt die Maschinentraktorenstation? Dann haben wir gesagt, nein, nein, das sind unsere hervorragendsten Eigenschaften, Mut, Tatendrang und Schönheit. Ja, natürlich. Wovon sich ja Reste bis heute noch erhalten. Ihr habt euch 1973 gebildet, das ist richtig? Kann ich da jetzt gar nicht mit ansprechen. Seit wann bist du dabei? Seit wie vielen Jahren? Insgesamt 20. Auch schon, okay, gut. Also 50 Jahre insgesamt und jetzt nur noch als Du. Bleibt das jetzt auch erstmal als Du oder ist das noch flexibel? Können Leute, die heute sagen, ja, ich habe Lust, kann man da noch mitmachen? Braucht ihr wieder einen Dritten? Wie sieht das aus? Nö, eigentlich nicht. Also wir sind so eingespielt, dass da fehlt nichts. Also. Wart ihr mit der Absicht angetreten, kabarettistisch zu sein? Oder wolltet ihr also auf jeden Fall versteckt politisch sein? Oder ging es mehr um die Musik? Entschuldige. Ja. Also war der Text wichtig oder die Musik oder beides gleichberechtigt? Also der Text macht bei uns die Musik und es sollte lustig sein, das war die. Oder? Ja. Und man kann sich ja über alles lustig machen. Ja, aber es ist ja heute ein bisschen einfacher, als das früher in der DDR war. Also, naja, das war eigentlich keine schlechte Schule. Man hat gelernt zu fabulieren. Ja. Ne, das finde ich heute noch interessant. Und ich merke heute noch, wenn ich im Osten auftrete, dass die Leute Pointen schneller kapieren, weil sie gelernt haben, ja, sofort nach versteckten Dingen zu hören. Richtig, um die Ecke zu denken, zwischen die Zeilen zu lesen. Ja, ja. Gab es denn in den Zeiten damals, doch die Distel gab es, politisches Kabarett darüber hinaus in irgendeiner Weise oder war das alles gedeckelt? Naja, es wurde richtig gefördert mal ab einer bestimmten Zeit, da muss jede Bezirkshauptstadt hatte ihr Kabarett. Ach so, das gehörte zum dazu. Aber die wurden natürlich auch kontrolliert, also die Programme wurden abgenommen. Mhm. Und dann haben die natürlich aber auch so weiße Elefanten mit eingebaut, wo die wissen, da fallen die sofort, das geht ja gar nicht. Und haben dadurch dann vielleicht eine andere Pointe dadurch durchgekriegt. Reinschummeln. Ja, ja. Und man musste die Texte vorher abgeben und kam dann auch irgendwie zur 17. Vorstellung jemand, um zu kontrollieren? Oder wie war das? Das weiß ich nicht, weil früher waren wir in Kabaretts nicht so geduldet. Das war so eine elitäre Sache. Wir waren denen da zu popelig. Und wo seid ihr aufgetreten? Auf Festen dann? Oder? In vielen Jugendclubs, Studentenclubs ganz viel. Das war so unser Hauptdomäne, ja. Und Frank, wie kam es, dass du da dazugestoßen bist? Also kanntet ihr euch schon vorher und dann bist du mit eingestiegen oder warst du Fan? Nee, ich kannte persönlich das T, Dreichel, Herbert, Gründungsmitglied. Und da ist dann mal von MTS aus gesundheitlichen Gründen einer ausgefallen. Der Vogtländer, und da hat der Herbert mich da als Aushilfe reingeholt, das war 83, da war ich noch Student und seitdem habe ich eigentlich den Kontakt. Aber so richtig drin bin ich erst dann eigentlich nach der Wende, als die Reunion 92, 93 da wieder losging, noch mit Mike Scharfmeier, den müsste man hier eigentlich auch kennen. Der Mike war ja bis 2015 bei MTS. Der original letzte Kunde? Von Gruppe Silly immer. Kam von 84 von Silly zu uns mit seinem damals schon berühmten Lied. Ja. Und als er gegangen ist, haben wir beide uns gesagt, um nochmal die Frage von vorhin, wir bleiben zu zweit, den Mike kannst du nicht ersetzen. Also haben wir das zu zweit gesattelt. Und ja. Aber und das läuft ja seit 9 Jahren jetzt so. Und das funktioniert ja auch, aber ich habe in meinen Informationen, dass ich habe so eine leichte Tendenz irgendwie gelesen, dass man nicht mehr so lange die Möglichkeit bekommt, euch live zu sehen. Also sagen wir mal, in einer Formulierung hieß es sogar, das ist vielleicht die letzte Chance, euch hier im Kleistforum live zu sehen. Also wir hatten letztes Jahr 50 Jahre und haben gedacht, das ist vielleicht eine schöne Idee, vielleicht auch aufzuhören. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und bis jetzt hat es mit der Gesundheit zumindest bei uns beiden noch immer einigermaßen hingehauen. Dann waren wir auf Abschiedstournee, Jubiläums- und Abschiedstournee. Jetzt sind wir schon bei den Zugaben. Okay. Und jetzt haben wir aber auch die Fans sagen, ihr könnt nicht aufhören. Auch meine Hausärztin sagt, um Gottes Willen, hören Sie nicht auf. Das könnte gefährlich werden. Ja, nee, wirklich. Ja. Und da haben wir gesagt, wir werden also weitermachen. Wir werden aber nicht mehr regelmäßig touren, nicht mehr jedes Wochenende oder so unterwegs sein. Aber es gibt genügend Kolleginnen und Kollegen, die sind jedes Jahr auf Abschiedstournee. Also insofern.
Ja, ich will das Thema auch nicht totreiten. Also nee. Man kann das ja auch ausnutzen, irgendwann fällt das auf, aber nicht. Die Wende hat sicherlich auch bei euch eine Wende gebracht. Aber ich habe dann auch gehört, dass in den 90ern irgendwie das Interesse erlahmt ist des Publikums. Nee, das war die Wende, das Publikum war weg. Die mussten sich erstmal den Rest der Welt angucken, einschließlich der Arbeitsämter. Und irgendwann haben die gesagt, okay, jetzt haben wir durch. Die kochen auch überall nur mit Wasser und haben sich auf ihre Heimat besonnen und auf die Musik, mit der sie aufgewachsen sind. Ich frage mal, die Gretchenfrage ist ja die nach der Religion. Ich frage die andere verbotene Frage. Wie habt ihr das denn finanziell überlebt? Ich hatte Gott sei Dank im Kinderfernsehen war ich noch, der DDR-Fernsehen lieferte bis 92 so. Da hatte ich eine eigene Sendung, da habe ich das ganze gut hingekriegt. Und ja, Mike hat damals als Koch irgendwo gearbeitet. Und naja, das war nicht so einfach. Und dann kam so eine Art Revival, ne? Auf einmal seid ihr wieder sehr gefragt. Ja. Ich habe immer unterrichtet, also ich hatte auch nie Hunger leiden müssen. Also ich war aus dem Gröbsten raus dann. Also ich habe noch nicht ernst mitgekriegt. Ich war ja auch schon vorher drüben. Also ich hatte 5 Jahre Pause noch im Wilden Osten. Ja. Durfte ich ja nicht auf die Bühne und dann. Ja, wir haben ihn delegiert auf die andere Seite. Der als Botschafter. Ja, und er sollte die Wende vorbereiten. Hat ja dann auch gut geklappt. Ja, und dann haben wir dann 93 dann wieder angefangen mit den beiden Kollegen, die dann leider nicht mehr unter uns weilen. Ja. Und wenn man ins Netz guckt, dann steht da, ihr seid Bänkelsänger. Was haltet ihr denn von der Bezeichnung? Das fand ich etwas daneben. Das ist ein bisschen altertümlich, aber ich meine, das waren ja unsere Vorfahren, so hat das irgendwann mal angefangen. Ja. Gut, wenn man so sieht, in einer Tradition, ja. Ja, und schreibt ihr, wenn ihr Texte, also schreibt ihr die immer zusammen oder hat einfach einer die Idee und der andere macht dann einfach mit? Wie läuft das bei euch ab? In der Regel, darf man in der Regel noch sagen? Also ich meistens schreibe die Texte und er komponiert dann. In der Regel, als mittelmäßiger. Das ist aber interessant, dass man so, weil wenn du es einmal wirklich erlebt hast, wie es war, als einem wirklich eben vorher musste man die Texte einreichen und dann wird das eventuell zensiert und dann entscheidet da der Staat wirklich, was man darf oder nicht. Und fühlt sich das jetzt für euch heutzutage auch wieder echt so an? Also wenn ihr darüber Witze macht oder macht ihr nur Witze darüber? Darüber machen wir auch Witze. Also klar. Ja. Aber nee, also ich wollte noch mal sagen, wir mussten nicht ständig unsere Texte einreichen. Ja. Das war, wenn du im Fernsehen oder im Rundfunk aufgetreten bist, dann musstest du 6 Wochen vorher die Texte einreichen. Ja. Da gab es eine Generalprobe und dann wurde 5 Minuten vor der Sendung gesagt, das geht nicht. Also das war sehr ziemlich. Aber sonst auf der Bühne haben wir gemacht, was wir wollten. Es ist aber heute noch genauso. Also wenn ich im öffentlichen Rechtlichen irgendwo aufgetreten bin, dann haben die auch immer vorher genau gewusst, was ich dann da, also jetzt nicht im Talk sage, das können sie ja nicht, aber so, dass sie den Text vorher, die haben dann auch immer gekürzt. Damit die Kamera geschnitten werden kann. Ja, klar. Die haben aber schon auch ganz normal, also der Norddeutsche Rundfunk, der hat dann mich auch immer einfach gekürzt, das ist super. Ja, wir haben auch so ein paar Sachen. Weg. Wir hatten mal nach der Wende, hatten wir ein Lied, wir haben nochmal angefangen mit 10 bösen Autofahrern. Ja. Und das haben wir öfter wieder variiert. Wir hatten dann 10 Minister, ja. Weil wirklich in der Kohl-Regierung, kurz nach der Wende, waren in einem Jahr 10 Minister, mussten zurücktreten, aus Gründen, wie die heute sich niemand mehr schämen würde. Aha. Und mit dem, das hatten wir auch als Single rausgebracht, wollten das in den Rundfunkanstalten sparen. Wir sagten, so was spielen wir nicht. Ja. Wir sind Privatrundfunk, wir haben Werbeleute. Wenn die das politisch richtig finden, dann ziehen die Werbung zurück und wir verdienen kein Geld. Das wird bei uns nicht gespielt. Dachte ich, hallo, guck mal. Da sind wir wieder. Willkommen im Kapitalismus. Hoffen, dass diese Zugabe der Abschiedstournee, ja, die kann man ziehen, das kann man sehr, sehr lang ziehen. Deswegen. Wir machen dann nie wieder Abschiedstour, machen wir denn? Nie wieder Abschiedstour, das ist gut. Zwischenstand. Ja. Oder so, ja. Genau, jetzt aber wirklich Teil 2. Solche Sachen, jetzt erst recht, jetzt hören wir wirklich, also das können wir noch ganz lange ziehen, aber erstmal ist es, glaube ich, jetzt endlich auch mal Zeit, dass wir was hören, sehen und hören. Ich sehe die Gitarre schon, die Bühne gehört gleich euch. Muss was aufgebaut werden? Genau. Ja, Mikrofone und Mikrofonständer, ich habe hier meine Textmappe. Also der Kollege, den wir von vorne mit dem Umschlag, Konstantin, der holt sich immer seine Bühnenzeit, macht da ganz langsam. Ja, Applaus für die Herren. Muss man an der Stelle sagen, aber dass er sich das Hemd von seinem Vater geliehen hat, das hatte er selber nicht dabei. Da hat dann die Regie gesagt, so nicht, junger Mann. Gut. Siehste, bei uns sind die Regeln auch hart. Ja, dann
sei das eure Bühne. Okay. Wir freuen uns Danke. Drauf. Let's War nett go. Mit euch, ja. Vielen Dank für Mal das sehen, Gespräch. Applaus, ich das auch sagen. Dankeschön, danke. Genau. Ich habe hier die Texte, eigentlich kann ich das alles auswendig, aber ist nur, falls ich mal abgelenkt werde, wenn so in der ersten Reihe hübsches Mädel oder ein hässlicher Mann sitzt, dann kommt man raus und dann muss man... Muss ich ein bisschen runterstellen. Wir haben gedacht, wir fangen mal mit einer schönen alten Klamotte an, die vielleicht der ein oder andere noch kennt. Der Schein trügt nicht. Der Zustand meiner Wohnung war schon lange nicht mehr nett. Nicht selten legte sich schon die Tapete auf mein Bett. Ich dachte, ehe du dich beim Reißzweckkaufen ruinierst, ist es sicher viel gesünder, wenn du hier mal renovierst. Um die Sache rationell und zügig zu betreiben, ließ ich mir vom Arzt 2 Tage Bettruhe verschreiben. Die Tapete führte ich der Rohstoffrückgewinnung zu, kaufte einen Eimer Farbe und Verdünnung noch dazu. Ich lieh mir einen Pinsel und stieg damit auf den Stuhl, der kippelte und ich fiel in den Goldfisch-Swimmingpool. Also, fool. Oh, Mann, war das cool. Jawohl. Reichlich blutend konsultierte ich den Doktor abermals und sagte, als er mich verband, hey Doc, ich hab einen Fisch im Hals. Zwar ahndete ich mir 2 Wochen Krankengeld, doch der Spaß am Renovieren war ein für allemal vergelt. Ich verbrannte meinen Stuhl, doch auch das machte mich nicht froh. Also goss ich noch die Farben samt Verdünnung in das Klo. Dann setzte ich mich, um mich richtig abzureagieren, mit einer Kemmel auf die Brille, um den Götz zu rezitieren. Doch da hatte mein Streichholz die Verdünnung schon erreicht. Es krachte und mir wurde es plötzlich unterm Hintern leicht. Oho. Au, ahu. So, jetzt du. Erschreckt durch dieses Donnern kam mein Nachbar angelaufen und sah mich schwer verwundet mit den Steingutscherben raufen. Die Jungs vom Rettungsamt waren wirklich nett, das muss ich sagen. Die wollten mich sogar auf eine Art Bahre runtertragen. Das fand ich originell, sodass ich auf der Treppe dann ihnen haargenau erzählte, wie es zu dem Unglück kam. Dann konnten sie vor Lachen meine Trage nicht mehr halten. So haben mich mit dem Abschluss noch mein Nasen eingespalten. Das Gute an der Sache ist, wie man es auch immer nimmt, dass wie die Dinge liegen, ja mein Krankenschein nun stimmt. Ihr seht also, liebe Freunde, der Schein trügt nicht, oder wer nicht spülen kann, muss fühlen. Holleti. Dankeschön. Ja, ich erwähnte ja bereits gerade, dass wir mal angefangen haben vor über 50 Jahren mit dem Lied von den 10 bösen Autofahrern. Also das war die Bearbeitung eines rassistischen Kinderliedes, bei dem im Original noch 10 Kinder mit dunklem Migrationshintergrund zu Schaden kamen. Und das war damals ein kleiner Erfolg für uns, der uns angespornt hat, auf diesem Weg weiterzugehen. Wir haben das Thema, wie eben schon angedeutet, mehrfach variiert. Es waren nicht nur 10 Minister, es waren auch 10 Volksvertreter, 10 Patienten, 10 Kinder, Schüler. Ja, und aber das Liebste ist uns immer noch das Lied von den 10 Genießern. 10 Genießer wollten nur noch Vegetarier sein, doch der Pestizidansammlung widerstanden ganze 9. 9 griffen zitternd und im Fieber zum Besteck. Von den Arzneimitteln im Schnitzel aber ging das wieder weg. 8 Genießer wuschen die Äpfel nach dem Pflücken. Pfui, Deibel. Eines Tages lag der 8. wie ein Käfer auf dem Rücken. Den 7. haut es eines Morgens plötzlich von den Füßen. Er trank gern ein rohes Ei, die Salmonellen lassen grüßen. 6 Genießer hatten vor, mal Italienisch zu dinieren, bis beim 6. die Lasagne plötzlich laut anfing zu wiehern. 5 aßen den Knoblauch, der nicht mehr riechen sollte, doch einer sieht jetzt älter aus, als er mal werden wollte. 4 Genießer tranken lieber Wein statt Schnaps und Bier.
eine Frostschutzmittelallergie entschärfte Nummer 4. Drei Genießer machten reichlich Mayo auf die Fritten und trotz der Konservierungsstoffe würgte es den Dritten. Zwei fanden hinterm AKW ein Champignon. Gucke. Seitdem leuchtet der eine abends wie ein Lampignon. Moment, Moment. Der letzte schloss für alles Ungesunde seinen Mund. Dabei ist er zwar verhungert, aber sonst war er gesund. So, jetzt könnt ihr klatschen. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, wir hatten ja schon gesagt, wir sind jetzt im 51. Jahr. Das ist natürlich eine Menge Holz. Manchmal kann ich das selber gar nicht glauben. Ich bin ja auch schon fast 10 Jahre Rentner jetzt. Und das ist ja kein Verdienst, man muss nur durchhalten. Im Übrigen, man will ja auch mal gar nicht wissen, wie alt man ist und glauben. Und man denkt, es ist noch gut drauf. Aber irgendwann kriegst du den Rentenbescheid und dann hast du es schwarz auf weiß. Da kannst du auch nicht widersprechen. Dann bist du eben ein alter Sack. Das ist schon ein Schock, ne? Und dann habe ich mir den Wisch durchgelesen, habe gedacht, aha, du musst weiter singen. Ja. Das war nicht das Thema, das wollte ich sowieso. Dann horcht man in sich rein, ob wirklich was dran ist. Ist man wirklich, ja, dann merkt er, das knirscht doch schon in der einen oder anderen Ecke, da ist schon Sand im Getriebe. Ne, dann kannst du nicht mehr richtig gucken, brauchst du die Brille, mit dem Hören ist auch schwer. Dann, die Texte müssen immer größer ausgedruckt werden. Willst du mal sehen? Und das, vieles dauert auch länger, selbst beim Sex wird es schon mal 6:30, das ist nicht schön alles. Aber ehe jetzt hier ein Mitleid zerfließt, ich bin in der glücklichen Lage, einen etwas jüngeren Kollegen, wie gesagt, seit 20 Jahren an meiner Seite zu haben, der mir hilft, dass... Ich wohne noch 49. Weiß ich, welches Hotel? Okay. Wo war mal stehen geblieben? Achso, ein jüngerer Kollege, der mir hilft, also das Ganze hier zu überstehen. Und es soll ja auch jetzt gar keiner mitkriegen, was wirklich passiert, wie ich hier gestützt werde, damit ich das Ganze überstehe. Aber heute sind wir ja unter uns, können wir aus dem Nähkästchen singen. War Kleiner? Mhm. Nach 50 ganzen Jahren ist der Lack ja wohl schon ab. Und das Bühnenhemd vom letzten Jahr sitzt auch schon ganz schön knapp. Die Puste geht mir manchmal schneller als die Haare aus. Und die Erbschleicher und Rinnen lungern schon vor meinem Haus. Mut, Tatendrang und Schönheit stand auf unseren Fahnen. Was davon wohl noch übrig ist, fragen Veteranen. In Ottendorf, Ockrilla, Tambach, Dietharz und in Fitte. Am Rennsteig, auf dem Brocken, in der Rhön und Frankfurt Mitte. Während ich noch glaube, ich sing heut mit mehr Gefühl, denken andere, MTS heißt mäglich, tuttlich und senil. Doch freut euch nicht zu früh, ich mache noch nicht Schluss. Mein junger Musikus neben mir hält mich in Schuss. Ich pumpe ihm die Reifen vom Rollator auf und dann zieh ich ihm das Bruchband fest und Stützstrümpfe an. Nebenbei spiel ich Gitarre und Klavier, vor allen Dingen aber sag ich ihm, wo es lang geht. Jo. Ja, das ist betreutes Singen. Jo. Dankeschön. So, das nächste Lied hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ich muss eine kurze Bemerkung machen. Wie gesagt, wir sind jetzt seit 20 Jahren unterwegs. Wir verstehen uns wie Latsch und Bolle. Aber er hat so eine komische Marotte. Er muss immer Witze über alte Menschen erzählen. Das finde ich natürlich nicht so schön. Das finde ich unmenschlich. Das ist nicht. Meine Oma hätte noch gesagt, das schickt sich auch gar nicht. Nicht. Kenn deine Oma ja gar nicht. Ist nicht. Ist auch gar nicht nötig. Außerdem hatte ich eine gute Kinderstube, ja.
Und was hast du gesagt? Was ist das? Unmenschlich, ja. Ach, Quatsch. Das ist realistisch. Das sind Geschichten aus dem wahren Leben. Das ist ja die Scheiße. Außerdem erzählen die sich ja auch untereinander, verstehst du? Und die können sich darüber köstlich amüsieren. Und ich habe die auch von den älteren Herrschaften. Also das ist nicht ich so kenne das nicht, ich kann auch nicht darüber lachen, aber du kannst gerne. Und lass mal so eine Schote los, damit die Leute wissen, wovon ich hier spreche. Also. Laber, Sülz, komm, mach. Ein gut situierter Herr in deinem Alter. Ach, wir werden persönlich, ja. Geht zu seiner alljährlichen Routineuntersuchung. Geht ja zum. Ach, zum Uri, ja. Alles klar. Das lass ich mal so im Raum stehen. Das kannst du stehen lassen, wo du willst. Du bist auch bald dran, mein Freund. Goldfinger. Naja, was soll ich sagen? Nach einer halben Stunde sind die Mäden durch. Patient glücklich, Doc zufrieden, alles wie, ist so schnell? Doc zufrieden? Keine Igelleistung? Alles ist in Ordnung. Zieht sich an, will zur Tür raus, füllt ihm doch noch was ein. Dreht sich rum, Doc, ich habe doch noch ein kleines Problem, hätte ich fast vergessen. Na, was ist denn? Na, wissen Sie, ich habe nach dem Sex immer so ein Pfeifen im Ohr. Das ist ja völlig normal, oder? Guckt er den an und sagt, was stellen Sie sich in Ihrem Alter vor? Standing Ovation? Hallo? War da gerade noch ein paar Eng da, habe ich was verpasst? Was das für eine Gurke? Ich finde die gut. Jetzt wäre ich dir mal, also ich wäre dir jetzt mal einen altersgerechten Witz erzählen. Horsche, Horsche drauf. Opa und Enkel sitzen am Tisch und der Opa liest ein Buch. Nach einer Weile fragt der Enkel, du Opi, was liest denn du da für ein Buch? Sagt der Opa, das ist ein Geschichtsbuch, mein Kind. Sagt der Enkel, alle klar, Opi, ich bin zwar klein, aber nicht doof, das ist ein Porno. Sagt der Opa, für dich mag es Porno sein, für mich ist es Geschichte. Ja, kann ich ohnehin drüber lachen, ist aber altersgerecht. Wollen wir jetzt zum Lied kommen? Ja. Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, ob ihr alle schon Klassentreffen hinter euch hattet. Ich habe schon 4. Das ist ja spannend, wenn du das erste Mal so ein Klassentreffen hast, dann sitzt du da, kommen die Leute zur Tür rein, da guckst du, wer ist denn das? Dann erkennst du manche schon am Gang, später an der Stimme. Ne? Und wenn sich alle gut vertragen, dann wiederholt man das in gebührenden Abständen. Wie gesagt, bei mir 4-mal. Und da gibt es ja immer eine weitere Entwicklung. Das ist ungemein spannend. Das haben wir mal im folgenden Lied festgehalten. Klassentreffen. Ich mach was Flottes. Ein paar ehemalige Schüler treffen sich nochmal nach über 40 Jahren auf einem Festival. Man tauscht alte Geschichten aus und plötzlich fragt der Steffen: Mensch, Leute, wie wär's denn mal mit einem Klassentreffen? Jawohl, jubeln da alle. Und Rita fragt, wohin? In den Ratskeller, mein Klaus, zur gut gebauten Kellnerin. Das Treffen wird erfolgreich, fast alle sind gekommen. Und die Idee 10 Jahre später noch einmal aufgenommen. Und wieder im Ratskeller, fragt Rita unterdessen. Unbedingt, mein Klaus, da gibt es weit und breit das beste Essen. Das Treffen wird erfolgreich. Nein, Quatsch, Mann. Geht gleich weiter, warte mal. Es kommen diesmal weniger, doch das ist okay. Ein paar sind schon für immer fort, statt Schnaps trinkt mancher Tee. Wie schön, wenn wir uns wiedersehen, nach so vielen Jahren. Wir freuen und erklären uns, was und wo wir seitdem waren. Und wir erinnern uns auch gerne an all die doofen Leute, die uns auf den Sack gegangen sind, als wär es heute. Nach 10 Jahren läuft man sich mal wieder über den Weg.
wobei Steffen ein erneutes Klassenstelldichein anregt. Auch und weil sich doch die Reihen immer weiter lichten, sollte man dies alsbald hier im Ratskeller ausrichten. Genau, ruft da der Klaus, den Rollator fest im Griff. Treppensteigenden Ballestern, die haben da jetzt einen Lift. Wie schön, wenn wir uns wiedersehen nach so vielen Jahren. Wir freuen und erklären uns, was und wo wir seitdem waren. Und selbst im kleinen Kreise bewährt sich die Idee. Nur zeigt man jetzt andere Bilder, Hüfte, Knie und EEG. Nochmal nach 10 Jahren, die letzten überlebenden 3 treffen sich im Rollstuhl und am Stock in einer Bäckerei. Nachdem man sich erkannt hat, fragt plötzlich da der Steffen: Mensch Leute, wie wär's denn mal mit einem Klassentreffen? Bloß nicht so weit weg, sagt Rita und fasst sich ans Knie. Ich hab's, ruft Klaus, im Ratskeller, genau. Da waren wir noch nie. Noch die Applaus-Bedingungen. Und dann bitte schön. Ja. Ja. So, da wisst ihr schon, was bei den nächsten Klassentreffen passiert. So, jetzt haben wir noch eine schöne alte Kamelle. Das Lied ist so eines der ersten Lieder, das wir da mal selber geschrieben haben. Der Text ist von mir und obwohl das so alt ist und... Danke. Und wie gesagt, der Text von mir ist, kann ich den wahren Hintergrund dieses Liedes wirklich erst heute, nach den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren und Monaten gesammelt habe, wirklich selber also verstehen. Das Stück heißt, der schönste Platz ist an der Apotheke. Der erste Griff, ehe ich morgens aufsteh, ist unter das Kissen, dort liegt ein Dragee. Langsam gelutscht erlaubt es mir dann, dass ich massenhaft Pillen schlucken kann. Ich kaue erst eine gegen Heiserkeit, dann nehme ich 3 für mehr Selbstsicherheit. Zu einer Tasse Tee aus Kamille genieße ich noch eine Krahislaufpille. Darum steht auf meinem Briefpapier der Pillendreher als Wappentier. Darum steht auf meinem Briefpapier der Pillendreher als Wappentier. Dann pack ich in meine Taschen ein, was man so braucht für den Tag an Arzneien. Nun zwänge ich mich in den Omnibus und schluck eine Kapsel, denn deren Genuss schützt mich im städtischen Nahverkehr vor Übelkeit, Schwangerschaft und anderem mehr. Mit Traubenzucker und letzter Kraft hab ich es bis zum Betriebstor geschafft. Und bin ich mal im Büro ganz allein, dann schieb ich mir schnell noch ein Zäpfchen ein. Auf Sitzungen bin ich nicht sehr versessen, mein Drogenvorrat ist genau bemessen. Grad bei der letzten Pille schlägt's 4, mit leerem Gepäck stürz ich raus aus der Tür. An meinem Stammapothekentresen sieht man mich langsam wieder genesen. Von dort hab ich's nicht mehr weit bis nach Haus, da komme ich mit einem Malzbonbon aus. Dann steige ich zu meiner Frau ins Bette und nehme zuvor noch eine Schlaftablette. Ich leb so gesund, verstehen Sie mich recht, doch ist mir in einem Fort so schlecht. Kotz ihrer Demonstrandum. Ich hab keine Ahnung, wie das Zelt haben. Ich glaube, wir haben noch Zeit für ein Lied, hoffe ich. Ja. Und zwar habt ihr euch ja vielleicht schon während des ganzen Auftrittes gefragt, wie haben wir es eigentlich geschafft, in diesem
über 50 Jahren in diesem immer härter werdenden Geschäft und zu behaupten, das war in der Tat nicht immer leicht. Man muss auch gewisse Tricks und Kniffe beherrschen, über die man nicht gerne spricht, weil die Konkurrenz ja allgegenwärtig ist. Aber wie bereits erwähnt, wir fühlen uns wie zu Hause hier. Wir können. Well, Frankie, are you ready? I am ready. Denn Yip Yummy, ich hab grad gerufen, du. Oh yeah. Doppel yeah. Anjewa. Ja, wir standen schon auf den größten Bühnen und den Klos im halben Land. Oh yeah. Aber heute Morgen vor der Dönerbude hat uns kein Schwein erkannt. Und die Gags, die wir machen, kann man überall hören. Aber was die Zeitung füllt, sind nicht wir, sondern der seinen Hamster schändet. Kommt ganz vorn aufs Titelbild. Titelbild. Wenn es nur ein kleines Foto wäre. Titelbild. So ein Titelbild macht doch was her. Wenn es doch nur eine Spalte füllt. Aber bitte auf dem Titelbild. And now the second, also praktisch einen zweiten Vers jetzt. Nur Perverse oder Tote oder deren Mörder kriegen noch Publicity. Wer in Adelskreisen öfter bricht als ist, gilt als überaus pretty. Kein Politiker in den Headlines mehr, dem nicht Dreck vom Stecken quält. Und wer nicht mindestens zweimal die Gesinnung wechselt, dann ist man weg vom Titelbild. Hey, Titelbild. Wenn es nur ein kleines Foto Titelbild. Wäre, so ein Titelbild macht doch was Titelbild. Her. Wenn es doch nur eine Spalte füllt, aber bitte auf dem Titelbild. And finally the last verse, Herr. Yeah. Doch jetzt haben wir eine Strategie und die geht ganz einfach so. Wir entführen den Dackel des Ministerpräsidenten und erpressen eine Fernsehshow. Und wenn die nicht wollen, dressieren wir Waldi um. Ja, wir machen ihn richtig wild. Als Beweis sieht man uns dann mit dem Kampfhundmonster unerschrocken auf dem Titelbild. Titelbild, wenn's doch nur so ein kleines Bildchen wär. Titelbild. Ach Mensch, so ein Titelbild macht doch was her. Und wenn es auch nur eine Seite füllt, aber bitte auf dem Titelbild. One more time now. Aber bitte auf dem Titelbild. Aber war die Story nur getürkt? Titelbild. Und wenn der Hund eine Gegendarstellung erwählt, auf Seite 11 ganz unten wird enthüllt. Aber niemals auf dem Titelbild. Aber niemals auf dem Titelbild. Thank you. Thomas Schmidt. Und Frank Sülzemeier, ja. MTS, morgen auf dem Titelbild der Märkischen Oder-Zeitung. Da seid ihr sicher. Da seid ihr sicher. Was für ein schöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ja, meine Lieben, das war der Mods-Talk vom 19.06. Oder wollt ihr noch was? Na, wir bleiben, ihr bleibt bei uns auf der Bühne. Ihr steht da noch so? Na, dann machen wir das doch eben. Ja, natürlich. Hättet ihr denn noch eine Zugabe da? Gibt es Wünsche? 1, 2, 3, ja. Also erst, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken. 51 Jahre, wir hätten das nicht durchgehalten ohne euch. Vielen Dank, danke. Über 2 Währungsunionen hinweg, eine Wende und eine Pandemie. Danke. Also ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder hier. Wir sind ja wahrscheinlich eher im Kabarett. Das ist ja so unser Lieblingsladen. Vielleicht klappt es ja auch hier. Ich
Wir sind offen für alles. Damit wir uns dann genauso gesund und munter wieder gegenüberstehen oder sitzen wie heute, solltet ihr bitte auf die nachfolgenden Hinweise achten. Du hast was anderes gedacht, wa? Ich habe was anderes gedacht, okay. Ja. Bei dem Lied muss ich ja höher machen, weil du ja im Alter immer höher singst. Gar nicht. Die haben gesagt, wir können ganz kurz Moment, ja, machen. Geht ja sofort los. Zehn böse Autofahrer stiegen morgens ein in ihr neues, schnelles Auto. Abends waren es nur noch neun. Neun böse Autofahrer haben sich gedacht, wir schaffen's noch bei Gelb, doch nach der Kreuzung waren's noch acht. Acht böse Autofahrer haben es getrieben, das Schmusen hinterm Lenkrad überlebten ganze sieben. Sieben böse Autofahrer gaben Gas bei Glätte, so kam der siebte schnell an seine letzte Ruhestätte. Sechs böse Autofahrer dachten, so ein Tinnef mit der Tempo-30-Kurve, danach waren es noch fünf. Und fünf böse Autofahrer glaubten, dieses Tier auf dem Schild bedeutet Hirschverbot, da waren es noch vier. Vier böse Autofahrer trafen sich beim Wein, und prompt schlief auf der Heimfahrt einer von den vieren ein. Drei böse Autofahrer fuhren ohne Licht, drum sah der Truck den dritten auch beim Überholen nicht. Zwei böse Autofahrer sahen Frau in Beine, zum Bremsen am Bahnübergang kam schließlich nur der eine. Und wisst ihr, ein böser Autofahrer nachts auf der A4 fragt, was machen denn die vielen Geisterfahrer hier? Dankeschön, Tamara, ich hab's beim nächsten Mal versprochen. Danke. MTS! Und da ich weiß, dass ihr noch, dass ihr beide noch mit dem Auto zurück nach Berlin fahrt, hoffe ich, ihr fahrt vorsichtig an der Stelle. Du fährst sogar noch nach Wittenberg? Jetzt? Vielleicht, du weißt es noch nicht. Aber du hast auch ein Hotelzimmer? Dann 49. Ja, okay. Wir überlegen uns das noch. Wir bedanken uns an der Stelle und ihr dürft gerne bei uns bleiben. Erstmal natürlich bei unserem fantastischen Publikum, das wie immer einen ausverkauften Saal uns beschert hat. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Ein Dankeschön an all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr hier auf der Bühne gar nicht erlebt, aber ohne die dieser Abend nicht denkbar wäre. Vielen Dank an euch. Und natürlich ein großes Dankeschön an die Mods Talkshow Band, Thomas Strauch, Sören Gundermann und Jacek Fallina. Die auch noch im Foyer gleich spielen werden, wo wir uns hoffentlich in großer Anzahl noch zusammentreffen. Der nächste Mods Talk findet statt am 18. September. Ich schätze mal, es ist ein Mittwoch. Wahrscheinlich wird es ein Mittwoch sein. Und das Ganze hier kann natürlich nur stattfinden, weil wir das Kleistforum haben, weil wir die MOZ haben und vor allem, weil wir ganz, ganz tolle Sponsoren haben. Und deswegen darf ich nochmal unter einem tosenden Applaus einfach durchapplaudieren. Mich bedanken bei KDH Energie und Versorgungstechnik, beim Teamsportkönig, bei der Sparkasse oder Spree, beim Frankfurter Brauhaus, der Steuerberatungsgesellschaft, ETL Freund und Partner, beim City Residence Hotel, in dem auch ich untergekommen bin, Zimmer 3.7, klopft einfach. Wir bedanken uns bei Hartmann Moden und zu guter Letzt bei Zenteam Center Management. Vielen, vielen Dank für die finanzielle Unterstützung. Lilo Wanders, David Friedrich. Wir sehen uns am 18. September. Bis zum September. Bleibt gesund und glücklich. Dankeschön. Ciao. Tschüss, tschüss. Dankeschön.